wake up inside. And free your mind. Inspire about me and the you. True information. Connect the dots. Big picture. Conscious. Letzter Vortrag für heute. Für mich ein spezieller, weil ich den Klaus sehr ins Herz geschlossen habe. Und es freut mich irrsinnig, dass er, kann man sagen, extra für uns daherkommen ist, um den Vortrag zu halten. Herzlichen Dank, Applaus bitte, dass er extra für euch auch herkommt. Gerne. Ich meine, Klaus Donner, prähistorische Artefakte, ein Wahnsinn einfach. Also wenn man sich die Fotos anschaut, beziehungsweise die Artefakte, die er hat und über die er spricht, das ist einfach phänomenal. Und was den Klaus da besonders auszeichnet, sind diese kleinen Randstories, die bei jedem Bildchen dabei ist. Und das zeichnet den Klaus aus. Ich freue mich irrsinnig. Klaus, leg los. So. Guten Abend, meine Damen und sehr geehrten Damen und Herren. Erst einmal ein herzliches Danke an den Tom und sein Team und an die Familie Kollerig, damit, dass sie so einen tollen Event überhaupt möglich machen konnten. Sollte ich kleine Denkpausen einlegen, bitte entschuldigen Sie, aber ich bin erst seit 2 Tagen aus den Philippinen zurückgekommen für den Tom, für den Vortrag. Und am 3. Tag erwischt mich meistens der Jetlag und deswegen war ich nicht so glücklich, dass mich der Tom genau als letzten Sprecher eingeteilt hat, weil um die Zeit würde ich schon lange ein paar Stunden schlafen. Also vielleicht, dass ich ein bisschen Nachdenkpausen benötige. Mein Vortrag ist in 2 Teilen geteilt. Der erste Teil geht um die Frage, wie alt ist die Menschheit wirklich und welche Objekte gibt es, die tatsächlich darauf hinweisen, dass die Menschheit eigentlich schon älter ist, als die normale Wissenschaft bis heute offiziell bekannt gibt. Wir wissen alle, dass das Alter der Menschheit in den letzten 50, 100 Jahren ja mehrmals schon revidiert wurde, weil eben Artefakte oder Knochenteile aufgetaucht sind, die auf ein weiteres oder höheres Alter hingewiesen haben. Ich beginne mit einem Ort in Kolumbien, der in der Nähe von Villa de Leyva ist. Das ist ein Ort, in dessen Nähe viele Fossilien, Millionen von Fossilien gefunden wurden. Und dort gibt es ein Kloster. Das wurde zum Großteil mit Fossilien gebaut. Santo Ecco Homo Monasteri, das 1620 gebaut wurde. Und auf dem Bild sehen Sie den Boden des Klosters. Und Sie sehen, der Boden ist mit vielen Fossilien belegt. Aber es wurden auch Sachen gefunden, wie versteinerte Avocado, versteinerter Maiskolben. Professor Gutierrez, ein berühmter Industriedesigner und vor allem der Sammler von wirklich außerordentlichen Objekten aus Bogota, hat mir einige seiner Objekte zur Verfügung gestellt für die Ausstellung, die ich damals 2001 in Wien hatte. Und ich plane immer noch, die Ausstellung noch einmal nach Wien zu bringen. Wie viele Jahre es dauern wird, das hängt von meiner jetzigen Arbeit auf den Philippinen ab. Aber die Ausstellung wird sicher noch einmal kommen. Und da kann ich Ihnen garantieren, dass viele der wirklich super Objekte, die schon hier waren in Wien, auch kommen werden, aber noch viele, viele neue dazu, vor allem auch aus dem asiatischen Raum. Es gibt einen sehr historischen Platz in der Nähe, El Infiernito, Kolumbien. Dieser Platz wird von den Archäologen in Kolumbien auf 2500 bis ca. 1500 vor Christus datiert. Meiner Meinung nach ist dieser Platz sehr, sehr viel älter.
Sie sehen hier Phallus-Darstellungen aus Stein, die aber zum Großteil von den spanischen Conquistadores zerstört wurden. Dieser Platz ist ganz in der Nähe von dem berühmten See. Die Geschichte vom El Dorado, der liegt ganz in der Nähe dieser Stelle. Weiters wurden in der Umgebung versteinerte Knochenfunde gemacht von Tieren, wo die Paläontologen bis heute nicht feststellen können, welche Art von Tieren. Es gibt keine Vergleichsobjekte. Das Interessante ist, diese Beine sind versteinert, aber wie Sie sehen, mit schönen Verzierungen. Das ist die Hinterseite der Schädelplatte. Und eine Vorderansicht, Sie sehen, dass die Schädelplatte sehr flach ist. Es gibt kein vergleichbares Tierobjekt in der Paläontologie. Dann weitere Tierarten, die dann auch versteinerte Knochenfunde. Es wäre interessant, von diesen Teilen Versuche zu machen, Altersdatierungen. Ein weiteres Objekt, auch versteinerter Knochen, der Körper eines Tieres, auch mit schönen Dekorationen. Dann wurden auch in derselben Gegend kleine Knochenstücke gefunden, auch wiederum versteinert, mit derselben Tierdarstellung, von der ich vorhin den großen Schädel gezeigt habe. Und das Interessante daran ist, dass einige dieser Tiere, wie Sie hier sehen, das Bild ist nicht sehr scharf, tut mir leid, aber mit Armbändern. Das heißt, dass diese Tiere gemeinsam quasi mit Menschen gelebt haben müssen. Hier ist eine nähere Aufnahme und hier sehen Sie wieder den Armring am Tier. Ein weiteres Objekt davon, also immer dieser flache Schädel, also ein Tier, das man nicht zuordnen kann. Und da ist jetzt die Frage, vor wie vielen Jahren haben diese Tiere existiert? Eben in dieser Gegend, wo es Millionen von Fossilien gibt. Dann gibt es Felszeichnungen in der Nähe. Das ist von El Abra aus Kolumbien. Die Felszeichnungen wurden datiert 10.400 vor Christus. Und dann Stücke aus Lüdit, auf Deutsch auch Schieferkiesel genannt, mit Darstellungen, die ähnlich sind wie die Felsmalereien. Und es hat einen kolumbianischen Forscher gegeben, der viele von den Felszeichnungen abgeformt hat. Und da sind immer wieder verschiedene Tierarten dargestellt, aber auch Menschenarten, teilweise sogar mit einem Schwanz. Das ist dasselbe Stück Lüdit, eben mit Eingravierungen, wo es keine Erklärung dafür gibt, welchen Zweck diese Gravuren hatten. Dann wurde diese Steinplatte gefunden und in der Steinplatte sieht man eine versteinerte Hand, Menschenhand und einen versteinerten Menschenfuß. Dieses Objekt war 2001 in Wien ausgestellt. Ich habe zwei Spezialisten dafür gewinnen können, die Sachen anzuschauen und beide meinten eindeutig, man kann jeden der Handknochen und jeden der Fußknochen zuordnen. Die Geologen in Kolumbien haben diese Steinart datiert zwischen 120 und 140 Millionen Jahre. Das heißt im Klartext, das wäre ein Missing Link von der jetzigen Wissenschaft, Altersdatierung ca. 2 Millionen, dann hätten wir einen Missing Link von ca. 118 bis 138 Millionen Jahre. Was war dazwischen? Und dann wiederum die vielen Fossilien in der Nähe dieses Gebietes, auch diese Hand und der versteinerte Fuß, wurden in dem Gebiet, wo Millionen Fossilien
vorhanden sind, gefunden. Also das Interessante wäre wirklich, was war in der Zwischenzeit. Hier sieht man eine Nahaufnahme der Hand und jeder der Knochenteile konnte zugeordnet werden als Teil einer menschlichen Hand. Hier sehen Sie Professor Huertas. Er war ein Priester außerhalb von Bogota. Er hatte eine kleine Gemeinde. Er war dreifacher Professor. Er hat selbst hunderte Naturmedikamente hergestellt, darunter auch ein Medikament gegen Herpes. Ich hatte Herpesprobleme. Bei Stress habe ich immer eine Fieberblase auf der Nase bekommen oder auf der Stirn. Und er hat mir diese Tropfen zur Verfügung gestellt und seither habe ich absolut kein Problem mehr damit. Leider ist Professor Huertas vor 3 Jahren verstorben. Er war im Alter von 94 Jahren. Und er hat dieses Gebiet auch erforscht. Und Sie sehen mich hier mit ihm. In der Hand halte ich eine versteinerte Kakaobohne und eine versteinerte Banane. Er war archäologischer Pflanzenforscher. Und er hat bestätigt, oder er hat diese Sachen gefunden und hat sie auch zugeordnet als versteinerte, kultivierte Früchte und kultivierte Gemüse. So wie Sie vorher gesehen haben, im Boden des Klosters, Avocado, Maiskolben, hier Nahaufnahmen von der Kakaobohne und von der Banane, also sprich dezidiert, und er hat gesagt 100% kultivierte Früchte und Gemüse in versteinerter Form, in dem Gebiet eben, wo auch die versteinerte Hand und der versteinerte Fuß gefunden wurde. Also Sachen, die weit in die Vergangenheit zurückreichen und eine direkte Verbindung mit Menschen hatten. Da noch einmal eine Nahaufnahme der Banane und eine Nahaufnahme der Kakaobohne. Und Professor Huertas hat ein Buch publiziert, wo er eben die archäologischen Darstellungen der Kakaobohne mit der versteinerten Kakaobohne verglichen hat. Und es gibt absolut keinen Unterschied dazwischen. Und es sind definitiv kultivierte Früchte und Gemüse in einem Gebiet mit Millionen von Fossilien. Es gibt ein kleines Museum in der Nähe, wo weitere Früchte und Gemüsearten in versteinerter Form ausgestellt sind. Nicht weit davon entfernt wurden vor einigen Jahren wieder neue Objekte entdeckt bei Ausgrabungen, auch wiederum versteinerte Knochen, aber mit schönen Darstellungen. Beide Seitenansichten sind alles Stücke, wunderbare Kunstwerke, aber eben, wie gesagt, aus versteinertem Knochenmaterial. Hier als Vergleich der Größe der Objekte ein Zigarettenpaket und daneben eines dieser versteinerten Objekte. Dann auch in derselben Gegend gefunden eine Darstellung aus Stein, Mutter und Kind. Über diese Kulturen gibt es absolut keine Informationen. Die ältesten Kulturen in diesem Gebiet sind die Chibchas oder Muiscas, die hauptsächlich bekannt wurden über ihre Goldarbeiten. Hier eine Darstellung Mann und Frau, umschlungen von einer Schlange. Also hier könnte man das Objekt zuordnen in einer Art wie Adam und Eva und die Schlange. Dann ein weiteres Objekt mit der Darstellung einer Biene und einem Tier, das Sie hier sehen. Und genau dieses Tier in dieser Form gibt es auf den Steinen aus Ica. Das ist in Peru. Ich zeige dann einige dieser Objekte. Und auf diesen Steinen eingraviert sieht man dann auch genau diese Art eines Tieres, zu der es keine paläontologische oder zoologische Zuordnung gibt. Also ein komplett unbekanntes Tier. Und dieses Objekt eben aus Kolumbien und die Steine von Ica, auf die ich da zeige ich auch einige der Objekte, genau die gleiche Darstellung desselben
unbekannten Tieres. Dann haben wir auch ein Objekt, auch aus derselben Gegend. Und hier haben Sie eine Art Vogelmensch, eine Darstellung, die sehr große Ähnlichkeiten mit Darstellungen von den Osterinseln hat. Also auch wiederum eine Verbindung. Und das ist das große Problem bei meiner Forschung. Ich wurde oft gefragt, wenn ich ein Buch wieder schreibe, und ich habe mit meinem Freund Reinhard Habeck schon öfter darüber diskutiert, die Problematik, ein Buch zu schreiben über so viele verschiedene Objekte ist, wenn man bei einem Thema A anfängt, dann kommt man automatisch zum Thema D, muss wieder einen Rücksprung machen zu Thema B. Das heißt, die meisten dieser Objekte haben in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Zusammenhang. Und je mehr man solche Objekte findet, jedes einzelne Objekt ist für mich eine Art Puzzlestein. Und je mehr man Objekte zusammenbringt, besteht die Hoffnung, dass man irgendwann einmal ein halbwegs vernünftiges, zusammenpassendes Bild bekommt. Auch dieses Objekt hatte ich 2001 in der Ausstellung. Wir nannten sie die genetische Scheibe. Sie wurde im Naturhistorischen Museum untersucht, im Beisein von Dr. Rudolf Distelberger, der der Direktor der Wiener Schatzkammer war im Kunsthistorischen Museum und weltanerkannter Experte für Stein- und Edelsteinbearbeitung. Er war auch dabei. Das Objekt Material wurde definitiv mit Röntgenfraktaluntersuchung als Lüdit zugeordnet. Lüdit, Kieselstein, sehr hart, aber leicht brüchig. Aus diesem Material, Dr. Distelberger hat die Scheibe und weitere Objekte aus Lüdit aus dieser Gegend in Sutatausa in Kolumbien lange untersucht. Und er hat mir dann zum Schluss nur gesagt, ich kann dir nicht sagen, wer das gemacht hat, ich kann dir nicht sagen, wie die das gemacht haben und ich kann dir nicht sagen, wie alt das Ding ist, aber er war der Meinung, dass man diese Scheibe und weitere Objekte aus demselben Material heute nicht machen könnte. Jetzt geistert eine Webseite einer amerikanischen sogenannten Archäologin, die behauptet, dass das Objekt in Wien als Fake bereits festgestellt wurde. Das stimmt überhaupt nicht. Leider ist der Dr. Distelberger verstorben, aber es war auch Reinhard Habeck damals dabei bei der Untersuchung. Also es handelt sich hier definitiv um das Material Lüdit und nicht, wie im Internet behauptet wird, dass das ein Fake-Objekt ist. Und Professor Guterres hat einen zu guten Namen, als dass er mit Fake-Objekten irgendwelche Sachen machen würde. Das Interessante an diesem Objekt ist, dass man verschiedene Menschendarstellungen hier sehen kann. Ich weiß nicht, ob die Qualität... Nur wenn ich zu nahe bin, ist die Qualität nicht so gut. Man kann sehen, Vater, Mutter, Kind und hier Mann und Frau. Meine Frage ist mir selber gegenüber, wenn ein Meister in der Lage ist, aus diesem Material eine perfekte Scheibe herauszuarbeiten, was sehr schwierig ist, denn Sie sehen hier einige Absprünge. Das heißt, dieser Kieselstein hat die Fähigkeit, abzusplittern leicht. Also, und auch hier war wahrscheinlich eine Ausbruchstelle, aber der Meister konnte trotzdem noch das Werk vollenden. Man sah hier genau, dass ein Teil hier während der Arbeit wahrscheinlich abgebrochen ist und er konnte aber trotzdem die Arbeit noch fertigstellen. Sie haben hier Fötendarstellungen in verschiedenen Alters und auf der Rückseite sehen Sie hier befruchtetes und unbefruchtetes Ei. Hier sehen Sie Spermien. Also sprich, das sind Sachen, die man eigentlich nur mit Mikroskop oder Elektromikroskop sehen und feststellen kann. Wie konnte man dieses Objekt herstellen? Wer hat das hergestellt? Und vor allem, warum wurden zwei verschiedene Menschenarten dargestellt?
die eine Menschenart mit breiten Köpfen und die andere Menschenart aussehend leicht eine Ähnlichkeit mit Fröschen. Wenn jemand so gut ist, warum stellt er dann den Menschen nicht so dar, wie er tatsächlich war? Oder die Gegenfrage, haben die Menschen damals wirklich so ausgesehen? Das wäre wieder ein Zusammenhang mit heute schon erwähnten Langschädeln. Es gibt ja die verschiedensten Arten von Langschädeln, vor allem in Peru, aber nicht nur in Peru, sondern auf der ganzen Welt. Und ich konnte im April bei einem Kongress in Butuan auf Mindanao, haben wir eine Besichtigungstour gehabt und auch dort konnten wir Langschädel besichtigen, auch auf den Philippinen. Also das sprich, diese Art der Langschädel oder der Deformierungen hat es auf der ganzen Welt gegeben. Nur viele der peruanischen Schädel und auch einige der russischen Schädel sind definitiv keine Deformierungen, sondern höchstwahrscheinlich von Natura aus schon langschädelige Menschen. Auch dieses Objekt hatten wir schon in Wien. Wir nannten es den Geburtslöffel, denn Sie sehen am Handgriff die Vagina und der Kopf des Kindes beim Austritt und auf der Rückseite eine Vertiefung. Und wir hatten einige Gynäkologen hier und wir haben sie den Löffel testen lassen. Man kann hier in die hintere Öffnung nur den Daumen einlegen und kann diesen Löffel praktisch nur mit Fingerspitzen bearbeiten. Man kann ihn nicht komplett halten, sondern wenn man den Daumen einlegt, kann man nur mehr die Kraft der Fingerspitzen verwenden. Und die Gynäkologen meinten, dass dieser Geburtslöffel sicherer wäre als die heutige Verwendung von der Geburtszange. Denn durch die sanfte Verwendung dieses Löffels bei der Hilfe des Austrittes des Kindes aus der Vagina kann man den Schädel nicht verletzen. Mit der Geburtszange besteht doch hin und wieder die Möglichkeit, dass ein Kind verletzt wird. Das zweite dazugehörige Objekt, ein Messer, die Verwendung des Messers, wie man auf dem Griff sieht, den Kinderkopf, die Nabelschnur um den Hals des Kinderkopfes und den Kopf der Mutter. Vermutlich wurde dieses Objekt von einer Hochzivilisation für einen normalen Stamm oder das normale Volk mit der Gebrauchsanweisung im Griff bereits gegeben zur Verwendung zum Durchschneiden der Nabelschnur bei der Geburt des Kindes. Das heißt, für uns, und das ist meine Vermutung und auch die Vermutung vieler, die es auch besichtigt haben, die Möglichkeit, dass hier praktisch die Verwendung bereits in den Griff eingearbeitet wurde. Und das Interessante ist, dass alle diese Objekte nach dem goldenen Schnitt gearbeitet wurden. Wie Sie hier sehen, perfektes Design. Als Professor Gutierrez diese Sachen an einer New Yorker Universität gezeigt hat, meinten die Studenten, Herr Professor, Sie sind ja der bekannteste Industriedesigner Kolumbiens. Ja, na, kann es sein, dass Sie diese Objekte hergestellt haben, weil Sie eben im Design 100% den goldenen Schnitt dargestellt haben. Da hat er nur gelacht. Da hat er gemeint, wenn ich das Wissen hätte, das diese Hersteller hatten, dann wäre ich wahrscheinlich nicht der berühmteste Industriedesigner Kolumbiens, sondern der ganzen Welt. Und auch er hat aus diesen Objekten gelernt, viele seiner Designs aus der Natur zu übernehmen. Und ich kann Ihnen sagen, er hat Büro- und Einrichtungsdesigns und Möbelstücke-Designs gemacht, wo ich mir gedacht habe, wenn ich eines Tages das nötige Geld habe, dann lasse ich mir die Einrichtung von ihm machen. Auch dieses Objekt aus Lüdit und vor allem, was Professor Distelberger meinte, die Schwierigkeit oder die fast Unmöglichkeit, aus Lüdit diese gebogene Form zu machen. Und jedes dieser Objekte passt genau in jede Hand, egal wie groß die Hand ist. Also ob das eine kleine Frau oder ein großer Mann verwendet, es passt genau im Design perfekt in jede Hand. Also ein Design der ersten Kategorie.
Und Sie sehen hier, auch hier wieder der goldene Schnitt. Aus diesem komplizierten Material ein so perfektes Objekt herzustellen, man kann es hier halten und vermutlich, das ist die Vermutung, meine Vermutung, dass diese Objekte für ärztliche Sachen verwendet wurden. Hier sehen Sie, es passt perfekt in jede Hand. Und jedes dieser Objekte ist so hergestellt, dass es egal, wer das verwendet, Mann oder Frau, es immer perfekt in die Hand passt. Dann aus derselben Gegend Steine mit verschiedenen Schriften. Hier sehen Sie eine Seite eines Lüditsteines und das ist die Gegenseite, die Rückseite davon mit eingelegten Korallenstücken, eine zweite Schrift. Das heißt, auf einem Objekt sind zwei verschiedene Schriften, die beide unbekannt sind, dargestellt. Dann eine Art Vogeldarstellung, wiederum mit unbekannten Schriftzeichen. Und Sie werden dann später einige Objekte sehen aus Mexiko, die kommen dann im zweiten Teil meines Vortrages vor. Und da können Sie einige der Darstellungen der Schriftzeichen, die auf diesen Objekten sind, vergleichen, die eine große Ähnlichkeit mit diesen kolumbianischen Schriftzeichen haben. Es gibt aber dann noch weitere Steine aus der Sammlung aus Kolumbien mit einer unbekannten Schrift. Und dieselben Schriftzeichen wurden gefunden in Ecuador, in Kolumbien, in Illinois in USA, in Glossel in Frankreich und in Turkmenistan und in Australien. Es ist jedes Mal dieselbe Schrift, unbekannt. Und es hat nur einen Mann gegeben, den Professor Schildmann, der war Präsident der Deutschen Linguistikgesellschaft und er sagte, er hat es nicht übersetzt, sondern er hat es dechiffriert, diese Schrift. Er konnte sie übersetzen. Wir haben diese gleichen Schriftzeichen auch unter der Pyramide, der ecuadorianischen Pyramide, mit dem leuchtenden Auge gefunden. Dort waren die Schriftzeichen übersetzt als der Sohn des Schöpfers kommt und es war in kleinen Goldblättchen eingelegt, die Orionkonstellation. Ich habe vor einigen Wochen aus Sri Lanka von einem Professor ein E-Mail bekommen, der einen meiner Vorträge mit der Pyramide mit dem Auge gesehen hat, wo ich auch die Schriftzeichen dargestellt habe. Und er meinte, dass diese Schrift, er konnte zwei Wörter übersetzen, eine sehr, sehr große Ähnlichkeit mit der ältesten Schrift in Sri Lanka eine große Ähnlichkeit hat. Also hier hätten wir jetzt auf einmal wieder eine Verbindung mit einer unbekannten Schrift weltweit und dann wiederum einen direkten Zusammenhang mit der Tamil-Schrift aus Sri Lanka. Und so sehen Sie, dass man immer wieder aus verschiedenen Erdteilen Informationen bekommt. Und das war auch der Sinn, mein Sinn, warum ich Interviews gegeben habe oder Vorträge, was nicht unbedingt meine Stärke war. Am Anfang wollte ich das überhaupt nicht machen. Aber ich habe gemerkt, wenn man Informationen gibt, dann bekommt man im Gegenzug auch Informationen zurück. Und das beschleunigt natürlich manche Arbeit oder Forschung. Dann einen weiteren Zusammenhang zwischen Kolumbien und einem anderen Kontinent, und zwar hier wiederum mit den Osterinseln. Sie kennen alle die großen Moais, und das ist ein Objekt aus Vulkanstein aus Kolumbien, auch mit der Darstellung eines Moais. Dann weitere Objekte wie dieses, mit unbekannten Symbolen, Darstellung einer Fratze. Und von diesem Material hat Professor Gutierrez drei Motive, die alle drei einen etwas unheimlichen Charakter haben. Ich bin normalerweise nicht anfällig für Energie, aber wie er mir diese drei Objekte das erste Mal gezeigt hat, hat er gesagt, und er hat es gezeigt mit einem speziellen Pendel,
den Energieausschlag sehr stark. Und weil ich an Energie, ich habe nie was gespürt, nicht geglaubt habe, habe ich diese drei Objekte länger in den Händen gehabt, habe sie untersucht, habe sie fotografiert und in derselben Nacht habe ich geglaubt, ich kriege dann Herzinfarkt, schweres Schweißausbrüche, Zittern angefangen. Und das war wahrscheinlich im Zusammenhang mit einem dieser Objekte, mit den drei Objekten dieser Art. Und dann kommen wir zu einem ganz interessanten Objekt. Dieses Material gibt es eigentlich nur in der Ostsee. Bitte? Bernstein. Bernstein, ja. Entschuldigung, habe ich nicht erwähnt, Entschuldigung. Gibt es in Südamerika nicht, wurde auch in der Gegend von Sutatausa gefunden. Also müsste es wieder einen Zusammenhang mit einem Besuch aus Europa geben. Und diese Besuche, da gibt es wieder hunderte Objekte, von Peru angefangen, Argentinien bis hinauf Mexiko und Nordamerika, wo es eigentlich einen Zusammenhang mit Besuchern aus Europa in Nordamerika und Südamerika vor langer Zeit bereits gegeben haben muss. Wunderschöne Arbeit. Ein weiteres Objekt aus Bernstein, Mutter und Kind. Die Darstellung, dieselbe Darstellung gibt es aber auch in Keramikstücken in Kolumbien. Das heißt, meiner Meinung nach wurde aus einem Stück Bernstein dieses Objekt in Kolumbien erst gemacht von einem Künstler, weil es nicht europäischen Zusammenhang hat. Hier die Rückseite davon. Dann kommen wir zur Bearbeitung von Bergkristall. Es gibt zwei Frösche, die auch dort gefunden wurden, aus Bergkristall. Wunderschöne Arbeiten und perfekte Darstellungen eines Frosches. Und das wieder im Zusammenhang mit Kristallschädeln. Das heißt, dass alte Zivilisationen in Südamerika sehr wohl in der Lage waren, wunderschöne Kristallarbeiten herzustellen. Was jetzt im Zusammenhang, ich komme dann später sowieso auf neue Kristallschädelfunde in Mexiko und andere darauf zurück. Aber es zeigt eben hier, dass sehr wohl die alten Kulturen in Südamerika in der Lage waren, wunderschöne Kristallarbeiten herzustellen. Dann aber auch Steinobjekte. Und vor allem diese hat mehr europäischen Einfluss als südamerikanischen Einfluss, wurde in der Nähe von Via de Leyva auch gefunden. Und dann Tierdarstellungen von Tieren, wie wir vorher schon die versteinerten Tierobjekte hatten, auch Tierobjekte aus Stein. Das sieht aus in der Art wie ein Frosch, aber mit einem langen Schweif. Also wiederum ein Objekt, wofür es keine paläontologische Gegenüberstellung bis jetzt gibt. Dann auch ägyptisch anmutende Steindarstellungen, auch aus Kolumbien. Hier könnte man entweder sagen Erwachsener und Kind oder Riese und Normalmensch. Das würde jetzt wieder zurückgehen auf Professor Osmanagic oder auf Herrn Klitzke, die Riesendarstellungen. Ich möchte heute nicht auf die Riesen eingehen, das habe ich ja schon mehrmals auf YouTube gibt es diese Sachen, aber wir haben in Ecuador Knochen eines 7,60 Meter Menschen gefunden. Da gibt es jetzt schon wieder Gegenargumente von den sogenannten Besserwissern, dass es überhaupt gar keine Menschen sind. Wir haben aber Untersuchungen machen lassen. Ich habe einen Knochen davon nach Japan geschickt. Dort wurden die DNA-Analysen gemacht. Sie sind auf Japanisch übersetzt. Ich lasse sie jetzt übersetzen auf Deutsch. Und dann kann man das Gegenargument auf den Tisch legen. Aber mit dem muss ich leben, dass wenn man mit solchen Objekten an die Öffentlichkeit geht, dass es dann immer wieder Leute gibt, auch Nichtwissenschaftler, die behaupten, dass sie den Beweis haben, dass das alles Fakes sind und überhaupt nicht stimmen und so weiter.
darum habe ich zum Tom gesagt, das wird jetzt sicher heute für lange Zeit mein letzter Vortrag sein, weil ich müde bin, wenn ich mir die Argumente auf YouTube anschaue. Und darum werde ich heute auch nicht über meine Arbeit auf den Philippinen sprechen, wo ich seit 2,5 Jahren tätig bin. Und es wird sicher noch 2-3 Jahre dauern. Und dann kommen Fakten auf den Tisch und da werden auch die Wissenschaftler staunen und keine Gegenargumente finden. Dann haben wir hier eine Pyramidendarstellung, eine Art Stufenpyramide mit einem Affen wahrscheinlich drauf. Dann wunderschöne Arbeiten aus Vulkangestein, wo Professor Gutierrez mit den Archäologen in Kolumbien viele tausende Jahre Altersdatierungen hat. Eine weitere Darstellung aus Vulkangestein einer Schildkröte. Und viele weitere Objekte, wo es keinen Vergleich mit einer existierenden und bekannten präkolumbianischen Kultur gibt. Das heißt, viele dieser Stücke gehen weit in die Vergangenheit zurück und es ist sehr schwer festzustellen, welche Art von Zivilisation es war. Da hat Manuel Palacios, ein guter Freund von mir und guter Forscher aus Ecuador, hat festgestellt, dass es wahrscheinlich, und ich bin sicher, eine Pyramide aus Stein in Ecuador im Dschungel von den Yanganati gibt. Und mit der Technologie meines Freundes aus Deutschland haben wir einen Scan über das Gebiet gemacht. Und dort gibt es nicht eine Pyramide, sondern 3 Pyramiden, die unter der Erde mit Gängen verbunden sind, die in den Pyramiden Räume haben und in der Nähe davon gibt es die Legende über den Schatz von Atahualpa. Nur, man weiß, dass die Inkas nie in den Dschungel vorgedrungen sind oder zumindest nicht sehr weit. Dort haben wir auch unterirdische Anlagen gefunden mit großen Mengen von Gold und es gibt die Legende, und jede Legende hat einen großen Prozentanteil an Realität, soll es den Schatz von Atahualpa geben. Anhand der Nähe der 3 Pyramiden gehe ich persönlich davon aus, dass dieser Schatz im Zusammenhang mit der Zivilisation, die im damaligen, wahrscheinlich besseren Umfeld, dort war sicher kein Dschungel, denn es muss auch Dörfer in der Nähe gegeben haben, also das heißt, in diesem Gebiet muss vor langer Zeit ein anderes Klima geherrscht haben. Dann sprechen wir aber über das Alter dieser Pyramiden auch über mehrere zigtausend Jahre. Denn soweit man weiß, hat sich das Klima in diesem Yanganatis sicherlich, wenn, dann vor sehr langer Zeit geändert. Und wie Sie sehen, Pyramiden auch in Ecuador. Das wäre dann wieder ein Thema für einen Besuch von Dr. Osmanagic und wenn er dorthin geht, bin ich sicher mit ihm dabei. Die Zeit nehme ich mir dann auf jeden Fall. Also 3 Pyramiden aus Stein in einem unwegsamen Gelände, Yanganatis. So, dann ein weiteres Objekt, immer wieder Schlangendarstellungen. Und die Schlange bei allen Völkern, auch jetzt bei Objekten auf den Philippinen, immer wieder kommen Schlangen vor und in der Hauptsache Kobra. Dazu eine kleine Geschichte vielleicht. Ich wollte überhaupt nie auf die Philippinen und vor 3 Jahren hat mich mein Freund gebeten, ob ich mit ihm zu einem berühmten Heiler auf die Philippinen fliege. Und ich habe gesagt, was soll ich auf die Philippinen? Mein Gebiet ist Südamerika, Nordamerika. Dann hat er gemeint, ja, er spricht nicht Englisch, ob ich ihm nicht helfen kann. Er lädt mich ein, mach mal eine Woche Urlaub am Meer. Habe ich gedacht, wann war mein letzter Urlaub? 20 Jahre? Okay, mach mal eine Woche Urlaub. Ja, dann sind wir dort angekommen. Dann der Heiler hat ihn
geheilt, definitiv. Dann hat er auf mich gezeigt und ich war 3 Monate vorher beim Arzt, weil ich immer Herzstechen hatte, war beim Internisten, alle Untersuchungen gemacht, komplett gesund. Dann zeigt der Heiler auf mich, auf mein Herz und sagt, dein Herz, sage ich, wieso, was ist mit meinem Herz? Sagt er, deine Hauptschlagader verengt sich langsam und in circa 6 Monaten wirst du einen Herzinfarkt kriegen. Bumm, bin ich schon am Bett liegen. Und dann hat er mich mit den Händen operiert. Also da sind mir schon meine damaligen Haare zu Berg standen. Und seitdem habe ich überhaupt kein Problem mehr. Und dann meinte er noch, und jetzt wäre gut für dich, wenn du Kobrablut trinken würdest. Dann sind wir mit einem Freund zur Cobra Farm gefahren und dort habe ich dann das Blut einer Cobra getrunken. 3 Monate später komme ich nach Hause auf Besuch, schaut mich meine Tochter an und sagt, Papa, fangst du jetzt an, die Haare zu färben? Weil meine Haare vorher komplett weiß waren. Dann sage ich, wieso kommst du auf so einen Blödsinn? Sag sie, ja, weil du deine normale Haarfarbe wieder hast. Dann habe ich das erste Mal in den Spiegel wirklich geschaut. Das heißt, und ich fühle mich auch wohl, ich muss sagen, der Einsatz dort ist hart, sehr hart, von in der Früh bis spät abends. Und ich werde nächstes Jahr 70 Jahre, aber ich bin fitter als vor 20 Jahren. Und das ist eben, ich vermute auch eine Verbindung mit dem Kobra-Blut. Warum haben die ägyptischen Pharaonen die Kobra auf ihren Kronen? Warum gibt es in Indien die Verbindung zur Kobra und vor allem jetzt auch viele Objekte, und zwar sehr alte Objekte, aus einer sehr alten Kultur auf den Philippinen auch wiederum immer wieder die Kobra. Also das heißt, in der Vergangenheit müssen unsere Vorfahren Ahnung gehabt haben, welchen Zusammenhang es zwischen Mensch und dem Kobrablut gibt. Also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Schmecken tut es nicht sehr gut, also das muss ich dazu sagen. Aber die geben dann immer einen Schuss Cognac dazu, dann lässt es sich halbwegs vertragen. Und man merkt dann auch sofort, nachdem man es getrunken hat, dass der Puls, dass das Blut, die Adern wirklich stark arbeiten. Ne? Aber man fühlt sich dann wirklich super und ich muss sagen, ich glaube, nächstes Jahr ist wieder ein Kobra fällig. Dann auch hier ein Stein aus Kolumbien, eine Fledermaus mit einem langen Schwanz und sie werden dann bei den Objekten von ICA, die auch international von den Experten sowieso als kompletter Schwachsinn angesehen wird, aber es gibt in der Zwischenzeit tatsächlich so viele Hinweise, dass diese Objekte, nicht alle, dazu muss ich sagen, der Sammler, Dr. Cabrera, war ein fanatischer Sammler. Und wie man weiß, wenn fanatische Sammler keine Originale mehr bekommen, dann kommen sie eben unter Umständen auf die Idee, dass sie sich dann Objekte anfertigen lassen. Und ich war mehrmals dort, auch mit Reinhard Habeck. Und rein jetzt von der Patina der verschiedenen Steine konnte ich selber feststellen oder für mich einfach sicher, dass ein Teil der Steine, der geringere Teil, Fälschungen oder neuzeitliche Anfertigungen sind, aber der Großteil dieser Steine eine alte Patina hat, also dass sie tatsächlich alt sind. Und da haben sie eben Tierdarstellungen, die vergleichbar sind mit dem einen Steinobjekt, das ich vorher gezeigt habe, ein unbekanntes Tier, und auch hier mit einer Fledermaus mit einem langen Schweif. Dann machen wir einen kurzen Ausflug nach USA. Ed Conrad, ein amerikanischer Journalist, der in der Nähe einer uralten Kohleabbaumine ist, lebt, der dort immer wieder mit seinem Hund Spaziergänge gemacht hat und viele menschliche versteinerte Knochenteile gefunden hat. Unter anderem auch diesen großen Stein, der hat ungefähr 500 Kilo. Wir hatten ihn in Berlin bei der Ausstellung extra eingeflogen. Und man kann hier auf den Schädel draufklopfen, hier wo praktisch der Gehirnteil wäre, und es klingt definitiv, es ist hohl. Das heißt,
ein menschlicher Schädel in diesem Stein versteinert. Die Kohleart dort wird wissenschaftlich auf ca. 65 Millionen Jahre datiert oder älter. Und der Schädel ist auch um einiges größer als der vergleichbare, das Modell eines normalen Menschenschädels. Also könnte man auch hier von einem viel größeren Menschen ausgehen. Dann das nächste Bild zeigt eine Schädelplatte. Mehrere Paläontologen und Wissenschaftler haben das untersucht. Die Meinung war immer, es sieht aus wie eine Schädelplatte, ist aber unmöglich, weil das würde die Altersdatierung der Menschheit komplett über den Haufen schmeißen. Und das ist eben meistens das Argument der Wissenschaftler, wenn es keine Alternative oder keine Erklärung gibt. Es klingt einfacher, das ist alles Schwachsinn und ein Fake, als man sagt, das weiß ich nicht. Ne? Und das ist eben die Problematik. Und die zweite Problematik ist, Wissenschaftler begeben sich auf ein sehr heißes Pflaster, wenn sie über solche Objekte offizielle Statements abgeben. Das hat man auch beim Herrn Kusch gemerkt. Er ist sehr vorsichtig mit Aussagen, die er in der Öffentlichkeit bringt, denn das kann ihm und würde ihm sicherlich im Bekanntenkreis an der Universität Schwierigkeiten bringen, gar keine Frage. Aber er kann die Beweise auf den Tisch legen, wissenschaftliche Untersuchungen. Wenn er davon spricht, dass dieses Höhlensystem älter als 10.000 Jahre ist und dass dort mit einer Technologie gearbeitet wurde, die wir heute noch nicht haben, dann haben wir schon wieder einen ähnlichen Zusammenhang wie mit der genetischen Scheibe oder mit den Objekten aus Kolumbien. Eben, es gibt Sachen, die wir heute noch nicht machen können. Also ist es leichter, man sagt, das ist alles Schwachsinn und Fake, als man sagt, ja, man weiß es eben nicht. Und darum die Suche nach einer Antwort. Und jede Information, jedes Objekt, das nicht in das normale Schema passt, muss eben versucht werden, zusammenzuführen durch Kooperationen, durch Freundschaften mit Valerie Uberov, mit Michael Dellinger, mit Nassim Haramein, mit Sam Osmanagic. Alles, wir sind Freunde, die gegenseitige Informationen austauschen und dann versuchen wir eben ein Gesamtbild herzustellen und vielleicht finden wir eines Tages eine interessante Information. Aber auf jeden Fall kommt man immer mehr drauf, wenn wir den Weg weitergehen, und das hat auch Professor Dr. Sam Osmanagic gesagt, es ist Zeit, dass wir umdenken, denn wir müssen an unsere Kinder und Kindeskinder denken. Ich denke immer an meine Enkeltochter und vielleicht an deren Nachkommen. Wir müssen versuchen, unseren Lebensstil zu ändern. Wir vernichten uns selbst und das ist ein großer Fehler. Und dann kommen wir auf diese Objekte, die weit in die Vergangenheit zurückgehen und über die es nur Zufallsfunde gibt. Und da bin ich immer der Meinung gewesen, schon vom Anfang an meiner Forschung, dass es in der Vergangenheit immer wieder globale Katastrophen gegeben hat und vielleicht nur einige Menschen überlebt haben. Oder wie andere meinen, dass durch die Hilfe von außen dann wieder begonnen wurde. Und da hat mir Valerie Uberov, der sehr gute Beziehungen zur russischen Regierung hat, hat mir gesagt, dass vor 2 Jahren ein dreieckiges UFO über Moskau an die 20 Minuten gestanden hat und dass eine Information heruntergekommen ist, dass noch einige Jahre Zeit sind und wenn es Zeit ist und wenn sich nichts ändert, dann ist das Projekt wieder fehlgeschlagen. Und das bringt einen dann schon zum Denken. So, und ich war immer der Meinung, solange ich keine handfesten Beweise habe, dass es vielleicht extraterrestrischen Kontakt gegeben hat oder dass es tatsächlich UFOs gegeben hat und gibt, werde ich darüber nicht sprechen. Und das ist aber dann mein zweiter Teil. Und ich habe nie
die Idee gehabt, was man mir jetzt schon wieder vorwirft, weil ich einige Fotos im Internet gezeigt habe, der will der zweite Däniken werden. Nein, das habe ich nie vorgehabt und das möchte ich auch nicht werden. Denn wenn ich über diese Sachen rede, dann müssen die Beweise am Tisch liegen. Und solche Beweise gibt es eben jetzt. So, hier haben wir die versteinerte Gallenblase. Hier einen versteinerten Knochen in der Kohleformation und daneben einen Vergleichsknochen, menschlichen Knochen. Ed Conrad wurde auch von den Medien in den USA zerrissen. Hier ein Teil des Knochens, den er untersuchen lassen hat auch. Dann hier versteinerte Finger. Und Ed Conrad hat mir dann nach der Ausstellung neue Fotos geschickt, auch von einem Fund eines menschlichen Fingers. Und hier sehen Sie ganz deutlich den Fingernagel und den Finger versteinert, auch in einer Kohleformation gefunden, die aber noch weit älter als 65 Millionen Jahre ist. Und dazu gibt es ja viele Untersuchungsergebnisse von Michael Cremo, der ja mit seinem Partner das Buch Verbotene Archäologie geschrieben hat, mit vielen, vielen Objekten, die tatsächlich in Kohleformationen gefunden wurden und auf das Alter des Menschen viele zig Millionen und sogar 100 Millionen und mehr zurückgeht. Und das wäre eben einer der Beweise, dass es in der Vergangenheit immer wieder globale Katastrophen gegeben haben muss. Oder, wie man sieht an den sehr stark radioaktiven, verseuchten Skeletten, die in Mohenjo-Daro und Harappa gefunden wurden und auch verglastes Gestein, was auf sehr, sehr hohe Temperaturen hinweisen würde. Und es gibt in den Veden und Mahabharata ja auch viele Überlieferungen über große Kriege, Explosionen, Darstellungen von Waffenexplosionen, heller als die Sonne, die Vögel fielen von den Bäumen, die Haare gingen aus, die Fingernägel wurden lang. Wenn man diese Übersetzungen liest, und ich war zweimal im Atommuseum in Hiroshima und habe mir dort originale Fingernägel, menschliche Fingernägel angeschaut und alles, wenn man die Übersetzungen liest und man war im Atommuseum in Hiroshima, dann denkt man schon automatisch, es könnte unter Umständen auch eine Selbstvernichtung durch einen atomaren Krieg gewesen sein. Und wie Sie aus den letzten Wochen, aus den Medienberichten ja gesehen haben, die Konfrontation zwischen Trump und Kim in Nordkorea gehen ja ganz, ganz knapp eine globale Auseinandersetzung wieder heran. Und das ist vielleicht genau die Information, dass wir uns ändern müssen, aber im Moment schaut es nicht unbedingt so danach aus. Und dazu jetzt zum Putin, der für mich wirklich noch der ruhigste der großen Politiker ist. Und gut, dass sein erster Auslandsbesuch in Wien war. Wien muss immer was Besonderes gewesen sein. Hier ist eben die Bestätigung des Mannes, der diesen Knochen, also diesen versteinerten Finger, aus der Kohleformation gebracht hat. Und hier ist ein Artikel über Ed Conrad. Are scientists afraid of Ed Conrad? Ja, natürlich sind sie afraid of Ed Conrad, weil er die Beweise auf den Tisch legt, dass das Menschenalter Millionen Jahre zurückgeht und damit wäre die Wissenschaft blamiert, wenn man sie fragen würde, ja, was war dazwischen? Dazwischen war ein Missing Link, nicht von einem Jahr, nicht von 100 Jahren, von Millionen Jahren. Und Gott sei Dank gibt es immer wieder in Gegenden weltweit Grabungen durch Zufall, ich meine, es gibt aber keine Zufälle, dass man dann wieder Objekte findet, die Beweise darstellen, dass vieles in der jetzigen Geschichte nicht so stimmt, wie es stimmen sollte. Hier sind wir bei Dr. Cabrera, der leider 2002, ein Jahr nachdem wir ihn das letzte Mal besucht hatten, verstorben ist, in seiner Sammlung mit Tausenden von gravierten Steinen, Darstellungen von Dinosauriern, Darstellungen Menschen und Dinosaurier, Darstellungen von unbekannten Tierarten
Und leider sind in seiner Sammlung auch ein Teil neuzeitliche Objekte. Und wenn man heute einen falschen Dollarschein findet, kann man auch nicht automatisch sagen, alle Dollar sind eine Fälschung. Und wenn man in einer Sammlung einige Fälschungen, sogenannte, findet, kann man auch nicht von Haus aus automatisch sagen, und die gesamte Sammlung ist eine Fälschung. Da gibt es ein Buch jetzt, seit einigen Jahren, das waren ein Spanier und eine Spanierin, die waren mehrere Monate in der Nähe von Ica. Die haben auch den sogenannten Hersteller der gesamten Sammlung, was aber unmöglich wäre, zeitlich und einsatzmäßig, sind mit ihm dorthin gegangen, wo er einige dieser Funde original gefunden hat. Die haben dort Ausgrabungen gemacht und haben wirklich original alte Steine ausgegraben. Gibt es jetzt ein Buch, dieser Spanier, und dann gibt es den José, Familienname fällt mir jetzt nicht ein, der einige Steine aus Peru mitnehmen konnte vom Dr. Cabrera für Untersuchungen, der jede Menge Untersuchungen machen hat lassen, die definitiv bestätigen, dass diese Steine, die er mitgebracht hat aus Peru, keine neuzeitlichen Fälschungen sind, sondern auf ein sehr hohes Alter hindeuten. Hier die Darstellung eines Indios mit einem Fernglas und Sternenkonstellation. Hier eine Operation. Und weil Dr. Cabrera ein Arzt war, geht man automatisch davon aus, natürlich konnte er den Auftrag geben für Darstellungen von Operationen, nur Operationen mit einem normalen Messer könnte man wahrscheinlich heute nicht unbedingt machen. Ne? Dann auch eine Stufenpyramidendarstellung. Dann Dinosauriers. Das war das Museum. Und nachdem wir das zweite Mal drüben waren mit Reinhard Habeck gemeinsam und Dr. Katzinger, dem damaligen Museumsdirektor vom Linz Nordico Museum, hat er uns dann gesagt, jetzt zeigt er uns ein Top Secret. Dann ist er mit uns auf die Rückseite des Hauses gegangen, hat dort eine Tür aufgesperrt und da war ein langer Raum mit mehreren Regalen, die voll waren mit Terrakotta-Darstellungen. Auch wiederum Dinosaurier, Mensch und Dinosaurier, Kampf eines Menschen mit einem Dinosaurier. Hier wieder ein Mensch auf einem Dinosaurier reiten. Und dann viele, viele Darstellungen von einem nicht menschenähnlichen Wesen und einem Menschen, der operiert wird. Und auch hier haben Sie diese langen Blätter wie der Schwanz von dieser kolumbianischen Fledermaus. Hier die Darstellung eines Menschen. Hier dieses lange Blatt oder was immer es ist. Immer wieder. Und nicht einem menschenähnlichen Wesen, der die Operation ausführt. Terrakotta, auch hier wiederum eine weitere Darstellung. Und immer wieder eben diese Verbindung hier, wie bei der Fledermaus mit dieser langen Darstellung. Kolumbien, Peru, Fälschung unbekannt. Und dann ein Objekt aus Kolumbien auch. Und wenn Sie jetzt dieses Objekt anschauen, könnte Mutter und Kind sein. Wenn Sie dieses Gesicht anschauen, und wir gehen zurück auf die Objekte von Dr. Cabrera, für mich eine gravierende Ähnlichkeit. Hier und hier. Hier eine Nahaufnahme des Gesichtes.
Dieses Objekt aus Kolumbien ist aus einer Art Jadegestein und in Peru bei Dr. Cabrera eben aus Terrakotta. Dann machen wir einen kurzen Ausflug nach Acámbaro in Mexiko. Das ist nordwestlich von Mexico City, eine wunderschöne alte Kleinstadt. Dort wurden in den 30er, 40er Jahren von Waldemar Julsrud, einem Deutschen, über 34.000 Terrakotta-Sachen gesammelt, die dort am Cerro del Toro, dem Stierhügel, der ganz in der Nähe der Stadt Acámbaro ist, die dort ausgegraben wurden. Darstellungen verschiedener Menschenarten, Menschen mit Dinosauriern, Dinosaurier, also das Museum für jedermann, der nach Mexiko fliegt, wenn er die Möglichkeit hat, dieses Museum in Acámbaro besuchen. Es ist ein Erlebnis. Alle diese Objekte wurden bis heute von der offiziellen mexikanischen Regierung nicht als Originale anerkannt, weil eben Menschen- und Dinosaurier-Darstellungen einfach von Haus aus fake sein müssen, also Fälschungen. Hier ein Denker, erinnert mich immer an Rodin, ist nur um einiges älter. Dann Menschendarstellungen, wenn man nicht weiß, woher das Objekt kommt und man sieht dieses, würde man doch sagen, Ägypten. Und hier wiederum die Verbindung zu Illinois, Burroughs Cave, wo eben auch ägyptische Darstellungen gefunden wurden. Also welcher Zusammenhang ist? Sind die aus Ägypten nach Südamerika, Nordamerika gekommen oder umgekehrt? Oder hat es eine weitere Zivilisation, gehen wir davon aus, dass offiziell nicht existierte Atlantis bei einer Katastrophe, dass dann Leute nach Westen und nach Osten geflüchtet sind und dann dort eine neue Zivilisation aufgebaut haben. Also immer wieder Fragen, Fragen. Wenn man nach Antworten sucht, findet man meistens zusätzlich mehr Fragen. Hier typisch würde man sagen Ägypten, nur Mexiko, Acámbaro. Auch hier dann die Darstellung von Langschädeln mit großen Augen, dann Mensch und Dinosaurier, dann verschiedene Dinosaurier-Darstellungen. Über 34.000 Objekte an einem Hügel gefunden. Alleine das Brennen dieser Objekte hätte so viel Holz benötigt, dass es in den letzten 100, 200 Jahren in Acámbaro gar nicht gegeben hat. Also man muss schon vorsichtig sein, wenn man eine Sammlung als Fälschung deklariert, muss man erst einmal schauen, wäre es möglich gewesen, diese Fälschung vor Ort anzufertigen? Nein. So viel Holz hat es in der ganzen Umgebung in der Vergangenheit gar nicht gegeben, was für das Brennen dieser Objekte notwendig gewesen wäre. Und es hat Untersuchungen gegeben, und zwar 1968 im Isotopes Incorporation New York, C14-Analyse von drei Objekten. Das erste Objekt 3500 plus minus 100 Jahre. Das zweite Objekt 6480 plus minus 170 Jahre und das dritte Objekt 3060 Jahre plus minus 120 Jahre. Dann hat es eine zusätzliche Untersuchung 1972 gegeben an der Thermoluminous University of Pennsylvania, 2500 BC, 2500 BC, beide Objekte, also 4500 Jahre. Dann kommt schon wieder die nächste Frage, wie können die Leute, die diese Objekte hergestellt haben, vor 4.500 Jahren gewusst haben, wie die Dinosaurier aussehen?
Dann kommt die Frage, haben vielleicht doch einige Dinosaurier überlebt? Oder wo haben das, war das nur schamanistisches Wissen, das dann in Form von Objekten umgestaltet wurde? Also Frage über Frage. Aber es ist auf jeden Fall die Garantie gegeben, dass die untersuchten Objekte ein hohes Alter haben. Also kann man von Haus aus nicht einfach sagen, die ganze Sammlung ist eine Fälschung, sondern, und darum hat Acambaro die Stadt selbst mit eigenen finanziellen Mitteln jetzt ein Museum gebaut und dort werden die schönsten Stücke davon ausgestellt. Es lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch dort. Dann machen wir einen Sprung nach Mali. In der Nähe der Grenze zu Sierra Leone gibt es eine Steinformation, sie wird genannt Lady of Mali, eine sogenannte Prinzessin, eine Legende gibt es, dass diese Prinzessin versteinert wurde und auf die Erde geschickt wurde. Professor Angelo Pittoni, ein Geologe aus Italien, der ist vor 13 Jahren leider verstorben, Professor Pittoni. Er hat dort für Minengesellschaften Diamanten geschürft. Er hat die Legende dieser Dame gehört, hat dann die Stelle besucht und hat mir Fotos zur Verfügung gestellt und hat mir gesagt, er war vor Ort und die Damendarstellung von Kopf bis hier ist 140 Meter hoch, also etwas höher als der Wiener Stephansdom. Aus Granitformation, also man hat dann auch ein Foto des Gesichtes, das Gesicht ist nicht afrikanisch, sondern könnte man wieder nach Südamerika zuordnen oder eben, wie gesagt, die unbekannte Kultur aus Atlantis. Denn hier hat Professor Marcel Homé, ein Archäologe aus Frankreich, eben die Verbindung zwischen Atlantis und den Berbern hergestellt, die ja diese blauen Kleidungsstücke tragen. Dann machen wir einen Sprung nach Sierra Leone. Dort war eben Professor Pittoni tätig bei Diamantgrabungen und man hat in verschiedenen Erdschichten himmelblaue Steine gefunden und er hat sie Sky Stones genannt. Und einige Leute in Italien haben mit diesen Steinen Heilerfolge gehabt. Untersuchungen haben ergeben, dass eben Teile Materials drinnen sind, die eigentlich nur bei Meteoriteneinschlägen vorkommen und es sind auf jeden Fall künstlich hergestellte Steine mit einer himmelblauen Farbe. Dann werden dort die sogenannten Nomolis ausgegraben. Nomolis sind Steinfiguren. Hier haben wir eine Figur mit Kreisen. Und als Geologe hat er immer bei der Ausgrabung in der Nähe befindliches organisches Material mit ausgegraben, damit er Altersdatierungen machen konnte. Die Altersdatierungen gehen von 2.500 Jahre bis zum tiefsten Fund von 17.000 Jahren. Wunderschöne Granitfiguren mit der Größe eines halben Meters. Hier zum Beispiel könnte man wieder einen Hinweis auf Riesendarstellungen haben, denn er sitzt auf einem Elefanten. Größenverhältnis wäre ungefähr an die 7,5 Meter vergleichsweise mit den Funden von Ecuador. Und um auf Ecuador noch einmal zurückzukommen, es gibt alte Aufzeichnungen, darunter von Chiesa de León, einem halb Inka, halb Spanier, Historiker der Conquistadores, der geschrieben hat in seinen Aufzeichnungen mehrere Informationen über Riesen und vor allem hat er geschrieben, dass sie eines Tages an der Küste von Esmeraldas mehrere menschliche Skelette gefunden haben, die 5-mal größer waren als sie selbst. Und wenn man davon ausgeht, dass die damaligen Spanier ungefähr so klein waren wie ich, 150, 160 Zentimeter mal 5, dann wären wir ungefähr auf 7,5 Meter. Genau die Größe der Knochenfunde aus Ecuador. Und der Bericht sagt weiter, dass der Priester sofort veranlasst hat,
dass diese Knochen vernichtet wurden, denn das waren sicher Zeichen des Teufels. Dann gibt es eine weitere Aufzeichnung, dass ein Riesenskelett mit einem Schiff nach Spanien transportiert hätte sollen. Dann ist das Schiff in einen schweren Sturm gekommen und die Matrosen haben gemeutert und der Kapitän musste dann die Knochen über Bord schmeißen, weil die eben geglaubt haben, dass dieser Sturm im Zusammenhang mit diesen Knochen war. Dann Darstellungen halb Mensch, halb Tier. Diese Darstellungen wären sicher interessant für den englischen Forscher, wie heißt er, wären sicher interessant für ihn. Also mehrere Steinfiguren mit Tierköpfen und Menschenkörper. Und dann das interessanteste Objekt, ungefähr 30, 35 cm hoch, sieht aus wie ein T-Rex, also ein Dinosaurier. Und wie Professor Pitone dieses Objekt ausgegraben hat, hat er auch natürlich organisches Material aus der Grabungsstelle mitgenommen. Altersdatierungen 17.000 Jahre. Das Objekt selbst könnte aber um vieles älter sein, denn das organische Material war ja neben dem Objekt, das heißt neben der Vergrabungsstelle oder neben der Fundstelle. Das sagt aber dann nicht definitiv aus, dass das Objekt selbst 17.000 Jahre ist. Es könnte viel, viel älter sein. Und da es einen klingelnden Ton hatte, hat er es dann untersuchen lassen und festgestellt, dass eine runde Kugel, ein rundes Objekt drinnen ist und dass das Objekt aber eine Öffnung hatte, die man von vorne, die man so nicht erkennen konnte. Und ich habe die Metallkugel in Wien untersuchen lassen und da hat mich die Professorin angerufen am nächsten Tag und hat gesagt, Herr Donat, da hat sich jemand einen Spaß mit Ihnen erlaubt. Sage ich, warum? Sag sie, weil die Metallkugel ist Chromstahl. Und wir wissen, dass Chromstahl in Österreich erfunden wurde, ich glaube es war 1904. Und hier soll es in einem 17.000 Jahre alten Objekt sein. Ich habe dann den Professor Pitone angerufen und habe gesagt, Herr Professor, jetzt haben wir ein Problem. Die Metallkugel ist Chromstahl. Dann hat er gesagt, wow, das ist aber interessant. Und dann sage ich, ja, aber Chromstahl wurde 1904 in Wien, in der Steiermark, glaube ich, hergestellt das erste Mal. Dann hat er gesagt, Klaus, ich schicke dir die Röntgenaufnahmen und Sie sehen hier zwei Röntgenaufnahmen. Denn er hat gesagt, nur weil ein altes Objekt einen Klingelton macht, mache ich doch keine Öffnung in das Objekt. Und Sie sehen auf der zweiten Röntgenaufnahme, genau hier erkennbar, dass hier ein Pfropfen dermaßen perfekt wieder zugemacht wurde, dass man von wirklich am Objekt selbst nicht erkennen konnte, dass hier ein Loch existiert hat und hier im Inneren ein Hohlraum und diese runde Kugel. Also bevor das dann durch einen Restaurator geöffnet wurde anhand des Röntgenbildes, hat er ja die Untersuchung schon gemacht. Und das ist der Beweis, dass die Metallkugel bereits im Objekt drinnen war und nicht nachher durch irgendjemanden hineingelegt wurde, damit man die Leute ein bisschen aufs Glatteis führen kann. Also Chromstahl, ca. 17.000 Jahre, dann fängt man schon wieder überlegen an. Ne? Da muss doch irgendwas davor gewesen sein. Und das war immer wieder meine Aussage, ich will nicht über außerirdische UFOs und so weiter reden, solange ich nicht wirklich Beweise habe. Beweise wären gewesen zum Beispiel diese Figur aus einem kleinen Museum in Quito, aus dem Museo Weilbauer, in einem Land, wo man eigentlich die Urbevölkerung immer eigentlich locker bekleidet war, mit diesen Anzügen. Sieht aus wie Taucher oder hier diese Figur oder vor allem die nächste Figur. Die ist für mich sicher eine der interessantesten Figuren. Könnte man hier sofort jetzt Aliens hineininterpretieren oder zumindest Taucher, aber dann wiederum Taucher mit moderner Ausrüstung, habe ich nie gemacht. Ich habe nur die Figuren als solches
als unbekannte oder mysteriöse Objekte vorgestellt. Oder dieser Kopf sieht aus wie ein Raumfahrer, könnte aber auch der Schädel, die Schädelhaut eines Tieres sein, was ja die normale wissenschaftliche Erklärung ist. Aber dann ein nächstes Objekt, das dann so aussieht. Auch aus dem Museum Weilbauer, also komplett nicht erklärbar. Trotzdem noch kein Hinweis auf Extraterrestrial oder UFOs. Oder immer wieder Darstellungen von fliegenden Menschen. Auch dieses Objekt und dieses Objekt, archäologische Ausgrabungen in Ecuador. Dann die nächsten wirklich unerklärlichen Objekte, kleine Musikinstrumente der Taironas, einer Urbevölkerung im Norden von Kolumbien. Das sind alles Pfeifen, also Musikinstrumente, aber die Darstellungen selbst. Eine Ähnlichkeit hier, wenn Sie diese Figur anschauen, Sie sehen hier und hier hält diese Figur etwas in Händen. Und wenn Sie die Erklärungen von Valerie Uvarov über die Metallstäbe, die die Ägypter in den Händen gehalten haben, es gibt viele Figuren oder Statuen, wo man sieht, dass in beiden Händen Stäbe gehalten werden. Das sieht genauso aus wie hier diese Tairona-Darstellung. Und diese Stäbe hat Valerie Uvarov untersucht und stellt sie jetzt her, diese aus verschiedenen Metalllegierungen mit verschiedenen Materialien gefüllten Stäbe, haben Heilwirkungen, haben Aktivierungsmöglichkeiten und da forscht er jetzt noch weiter, aber diese Stäbe gibt es bereits über ihn. Ich habe zwei von ihm bekommen, die ich diesmal jetzt mit auf die Philippinen nehme. Vorher war ich mir nicht sicher, ob sie durch den Zoll gehen, aber wenn ich sie hier in Wien benutzt habe, in der Früh bei Gängen mit meinem Hund damals, aktivieren wirklich, also man fühlt sich einfach in der Früh schon viel energischer und so weiter. Aber mir geht es nicht um das, sondern mir geht es um die Ähnlichkeit jetzt wieder. Statuen oder Figuren in Ägypten mit dieser Haltung von quasi wie die Stäbe, die auch von den ägyptischen Figuren gehalten werden. Also wiederum eine Überschneidung. Ägypten, Kolumbien. Dann weitere Musikinstrumente. Dann auch alles Objekte der Taironas. Da kommen wir jetzt wieder auf die indischen Darstellungen, die alten indischen Darstellungen, Mahabharata, Veden, wo man auch sieht, Menschen auf quasi Schiffen fliegend am Himmel. Und dann wiederum eine ganz, ganz interessante Figur aus Kolumbien. Nicht wirklich menschenähnliches Gesicht und ein Schwanz. Altersdatierung 2400 Jahre. Das wäre jetzt wieder für David Icke über diese Reptilians und so weiter. Auch vorher die Objekte aus Sierra Leone, halb Mensch, halb Tier, auch hier menschenähnlich, aber das Gesicht schaut sicher nicht menschenähnlich aus und Schwanz. Altersdatierung 2400 Jahre. Hier sehen Sie genau den Schwanz. So, und dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Und zwar habe ich vor einigen Jahren eine E-Mail bekommen, Top Secret. Und da waren 10 Fotos im Anhang. Da habe ich mir zuerst gedacht, da will mir jetzt jemand ein Virus schicken. Und habe den Virusscanner 3-4 Mal über das Mail laufen lassen, kein Virus, dann habe ich es geöffnet. Und meine erste Meinung war sofort, da will mich jemand verschaukeln, das ist 100% Fälschung. Das waren Fotos mit Darstellungen
von Sonneneruptionen, UFO-ähnlichen Objekten in der Nähe der Sonne, außerirdische Gesichterdarstellungen, Figurendarstellungen. Da habe ich sofort gedacht, da will mich wirklich wer verschaukeln. Das war eine französische Dame aus Mexico City, die schon seit langer, langer Zeit dort lebt. Dann habe ich zurückgeschrieben, herzlichen Dank für die Fotos. Aber warum haben Sie die mir geschickt? Denn Sie werden kein Interview von mir finden aus der Vergangenheit, wo ich jemals über UFO oder Außerirdische geredet habe. Darum habe ich einmal als Vortasten erst gefragt, wieso sie mir diese Fotos geschickt hat. Und sie hat gemeint, sie hat seit drei Jahren viele, viele Interviews und so weiter angeschaut und sie glaubt, dass ich einer der seriösesten bin, darum schickt sie mir diese Fotos. Dann habe ich zurückgeschrieben, das ehrt mich und ich danke recht herzlich, aber mit 10 Fotos, erstens einmal anhand von Fotos kann man nie eine Aussage treffen. Wer mir sagt, dass eine Analyse anhand eines Fotos macht, den finde ich für unseriös. Drum, es hat schon Wissenschaftler gegeben, die nur anhand eines Interviews von mir, anhand von Fotos sagen konnten, dass das alles Fälschungen sind. Das sind unseriöse Wissenschaftler. Wenn ich das Objekt als Wissenschaftler in Händen habe und dann tatsächlich Untersuchungen mache, dann kann ich behaupten, dass es Fälschungen sind. Vorher ist es unseriös. Jedenfalls dann hat sie gesagt, na, sie hat tausende Fotos, denn ihr Bekannter ist ein Bauer aus dem Norden von Mexiko und er hat auf seinem Grundstück eine Höhle gefunden und in dieser Höhle waren an die 3000 Objekte. Ich habe an die 2200 Fotos bis jetzt von verschiedenen Objekten, 2500 Objekte sind aus Stein bearbeitet und 500 Objekte sind eine Art Terrakotta, also sind gebrannt aus Tonmaterial. Ich habe mir 5 Stück schicken lassen dann von den gebrannten und habe es untersuchen lassen und natürlich war die Aussage sofort, das sind Fälschungen, weil das Material ist eine Zusammenstellung, wie heute teilweise, das Material wird heute teilweise für Porzellanerzeugung auch verwendet. Da war ich auch selbst immer noch skeptisch, weil man dachte, trotzdem 500 Objekte von Kleinformat bis 50, 60 Zentimeter. Wenn ich ein Objekt dieser Art mache, dann muss ich erst die Rohform machen, dann muss ich ich muss erst das Modell, die Rohform machen, dann das Negativ machen und dann brennen, um ein Objekt herzustellen, das ich zu 99% nicht verkaufen kann, weil sofort jeder sagt, das ist eine Fälschung. 500 Objekte. Der Zeitaufwand, der künstlerische Effekt, wenn ich so gut bin, solche Objekte herzustellen, dann stelle ich, und ich will sie verkaufen als Originale, dann stelle ich präkolumbianische Objekte her, weil da finde ich sicher Leute, die mir die als Objekte abkaufen. Und selbst wenn sie sie nur als Souvenir abkaufen. Und ich kann 10 Stück, 50 Stück, 100 Stück machen. Aber nur 500 Einzelstücke herzustellen von Objekten, die ich nicht verkaufen kann, ist eine komplette Idiotie. Und dann 2500 Objekte herzustellen aus Steingravierungen, teilweise Masken mit Mosaikauflagen, ist eine mörderische Arbeit. Und ein Teil dieser Objekte hat Goldeinlagen und Edelsteineinlagen. Gott sei Dank bricht der Besitzer die nicht heraus. Es hat dann jemand versucht, diese Objekte in Amerika zu verkaufen, worauf ich die Dame sofort informiert habe, dass ich damit nichts mehr zu tun haben will, weil mit Objektverkauf, das lehne ich prinzipiell ab. Viele Leute glauben auch anhand der Objekte, dass ich Sammler bin. Ich bin kein Sammler, denn die Objekte haben im jeweiligen Land zu bleiben. Ich habe noch Knochen vom Riesen hier, die ich, wenn ich das nächste Mal nach
Ecuador fliege, mitnehme und wieder dorthin bringe, wo sie hingehören. So, dann, nachdem ich viele Objektfotos bekommen habe, habe ich dann Nassim Haramein auch informiert. Und Nassim hat dann zwei Objekte dieser Sammlung zur Universität von Tucson gebracht, Arizona, und hat sie untersuchen lassen. Das waren zwei Steinmasken mit aufgeklebten Halbedelsteinen, mosaikmäßig. Und der Klebestoff war organisches Material und wurde auf, soweit ich mich jetzt erinnern kann, weil ich die Dokumente nicht hier mit habe, ich glaube an die 8000 Jahre und 12000 Jahre datiert. Nassim hat gesagt, eine Untersuchung ist nicht genug und er wird in nächster Zukunft noch eine zweite oder dritte Untersuchung machen. Und ich habe schon seit 3 Jahren die Einladung, den Bauern zu besuchen, dort die Sammlung zu besichtigen. Und er hat seiner Freundin mitgeteilt, dass es dort noch 2 Höhlen gibt, die noch nicht geöffnet sind. Und er hat gesagt, er würde mir erlauben, die Höhlen zu öffnen. Erstens baue ich dazu Zeit. Und zweitens würde dazu sicherlich 2 mir bekannte Archäologen, die keine Angst hätten vor solchen Objekten, an die Öffentlichkeit zu treten, mitzunehmen. Sonst würde es nämlich automatisch wieder heißen, naja, da war kein Wissenschaftler dabei, die hat er wahrscheinlich selbst vergraben und jetzt tut er so, als wenn er die frisch gefunden hätte. Na, da kommen dann 2 Archäologen mit und auch Nassim Haramein und dann werden wir versuchen, dass wir diese 2 Höhlen öffnen und schauen, was drinnen ist. Ich habe über diese 2 Höhlen mit 2 der besten Remote Viewer in Amerika gesprochen und was mir die mitgeteilt haben, schaut interessant aus und vor allem super sensationell. Auch diese Sammlung wird jetzt bereits im Internet als totale Fälschung abgetan. 3000 Objekte, das ist eine harte Arbeit. Und zwar Objekte, die man meiner Meinung nach und auch offiziell nicht verkaufen kann. Ich habe dann bei einem Kongress in Saarbrücken mit Nassim das erste Mal einige Fotos gezeigt. Ich zeige Ihnen heute mehrere. Und ich habe gebeten, bitte macht keine Filme und kein Foto. Und einer hat gefilmt und hat den Film ins Internet gestellt. Worauf, die Kommentare, selbst die totalen UFO-Freaks und außerirdischen Freaks haben uns auf das unterste Niveau beflegelt. Verbrecher, die wollen nur Geld machen damit und Gauner, die verblöden die Menschheit und alles. Darum sage ich ja, mit Interviews werde ich jetzt ein bisschen bremsen. Aber jedes Negative hat auch ein Positives. Nachdem das Internet dann ausgestrahlt wurde, habe ich auf einmal aus mehreren mexikanischen Provinzen Informationen bekommen, na, wir haben auch solche Objekte. Und ich glaube, du warst drüben auch eine Sammlung oder 2 besichtigen. Die von Ojuelos. Ja. Und ich habe heute Fotos von 5 verschiedenen Sammlungen. Aus Guerrero, aus Guadalajara, von der Sammlung aus dem Norden von Mexiko und die 1 oder 2 Bilder auch von den 2 Sammlungen. Also, Negatives hat das Positives. Nur das Negative, was dann wieder kommt, dass in Mexiko untereinander jetzt schon wieder gekämpft wird. Meine sind echt, aber deine sind falsch. Und es ist schlimm, statt dass man gemeinsam sagt, wir haben auch solche Objekte. Nicht? Und nur gemeinsam präsentiert, kann der Beweis geliefert werden, dass es Originale sind. Und da kommen wir jetzt auf neue Funde. Ich war 2003 in Teotihuacan und konnte durch meinen mexikanischen Freund mit dem damaligen Chefarchäologen der Anlage Teotihuacan werden. Und nach dem Mittagessen hat er mich ins Depot geführt, hat mir eine
ca. 60 cm hohe Steinstele gezeigt, die sie dort spaßhalber Stele Atomica nennen. Und auf dieser Stele war das perfekte Symbol vom Atom eingraviert. Und er sagt, Altersdatierung der Fundstelle ca. 4000 Jahre. So, primitive Leute meißeln das Symbol des Atoms in eine Steinstele. Ist interessant. Aber dann hat er mir erzählt, er hat einen Tunnel von der Sonnenpyramide zur Mondpyramide geöffnet und hat im Tunnel eine Steinkiste, perfekt gearbeitete Steinkiste gefunden, hat sie aufgemacht und sofort wieder zugemacht, denn die war gefüllt mit flüssigem Quecksilber. Er hat das an die Regierung weitergemeldet, darauf wurde der Tunnel gesperrt, er durfte selbst nicht mehr hinein und dann sind zwei amerikanische Universitäten gekommen und haben in diesem Tunnel Forschungen gemacht. Wie ich das 2005, glaube ich, in einem Interview erzählt habe, warum bin ich schon wieder beflegelt worden? Quecksilber in Teotihuacan, der spinnt. So, vorletztes Jahr wurde ja ein Forschungsergebnis aus dem Tunnel, der vor der Quetzalcoatl-Pyramide von Niels Tiedi, einem amerikanischen Archäologen, vor mehreren Jahren bereits gefunden wurde, wo aber erst vor kurzem die Grabungsarbeiten gemacht wurden, hat mir mitgeteilt, da wurde jetzt offiziell bekannt gegeben, dass in diesem Tunnel Quecksilber gefunden wurde. So, jetzt war meine Aussage von 2005 war bestätigt. In der Anlage von Teotihuacan wurde in unterirdischen Höhlen Quecksilber gefunden. Niels Tiedi hat mir die komplette Präsentation der Funde geschickt, die jetzt, bis jetzt gemacht wurden in diesem Tunnel, und hat mir dann gesagt, und die haben noch eine Sensation gefunden. Aber ich habe ihnen versprochen, dass ich noch nicht drüber spreche. Dann habe ich gesagt, ja natürlich, ich will das nicht wissen. Nicht? Dann sagt er, by the way, hast du den letzten Indiana Jones Film gesehen? Sag ich, der mit dem Kristallschädel? Sagt er, ja. Sag ich, ja, den habe ich gesehen. Also dürfte es sich um einen ganz speziellen Kristallschädel handeln. Aber er hat mir nichts gesagt. So, Chacmool, der Gott, mexikanische Gott, wurde von einem französischen Forscher, ich glaube das war 1856 oder 65, in Mexiko in 8 Meter Tiefe ausgegraben. Das ist ein Originalfoto, Le Blanchon, der französische Forscher. Es gibt viele dieser Götterdarstellungen in den mexikanischen Museen und auch bei den Sammlungen in Mexiko. Nur halten diese sogenannten Götter immer etwas auf dem Bauch. Die Archäologen wissen nur, dass es ein Gott war und sie vermuten, dass dort auf diese Plattform, die Figuren halten, dass dort die herausgerissenen Herzen gelegt wurden. Nur schauen Sie sich diese sogenannten Götter an. Oder diesen. Man könnte sagen, der hat einen Laptop am Bauch. Hier sieht man es besser. Oder diesen. Das sind jetzt die anderen, die vorigen waren die gegossenen, also die Terrakotta, und das sind jetzt Steinobjekte. Wunderschöne Gravuren. Dann wird es noch besser. Hier zum Beispiel sehen Sie verschiedene Sterne oder Decken. Und immer wieder auf diesen Darstellungen wird die linke Hand dargestellt, in gehobener Stellung. Und ich sage immer spaßhalber, Gott sei Dank ist es die linke Hand, weil wenn das die rechte Hand wäre, dann würden sie mich einsperren wegen Wiederbetätigung. Aber wiederum die Frage, was hat es damit, dass die immer die linke Hand heben? Sie werden noch einige Objekte mit derselben Darstellung sehen.
Dann hier auch wieder linke Hand gehoben. Und hier sehen Sie, wie einen Meteoriten verfolgt von einem UFO aussehenden Objekt. Dann hier. Das war zum Beispiel eines der Objekte, die bei den 10 Fotos dabei waren. Also wie ich das gesehen habe, habe ich geglaubt, da will mich jemand verschaukeln. Ne? Vielleicht springt er darauf ein und publiziert es und dann stellen alle fest, dass er Fälschung ist und dann kriegt er eine am Deckel. Auch hier. Also, was würde man sagen, was das ist? Große Augen, Flugobjekt. Hier, das ist eines der interessantesten Objekte. Sie sehen hier die Sonne und in der Sonne ein Dreieck. Das Foto habe ich vorher erhalten und erst, glaube ich, ein Jahr später hat mir jemand ein Foto der NASA geschickt, Sonnendarstellung, und was sieht man drauf? Ein dunkles Dreieck. Also auf dem Objekt dieselbe Darstellung, die in der Realität auf einem Foto der NASA dargestellt wird. Dann sehen Sie hier einen kleinen Auszug aus der 3000-Objekt-Sammlung. Das sind nur Figurendarstellungen. Und diese hier sind 50, 60 cm groß. Und kleiner und ganz klein und teilweise mit Gold- und Edelstein-Einlagen. Gott sei Dank bricht der Bauer nicht die Goldstücke heraus, schmelzt sie ein und verkauft sie. Er fürchtet sich, dass er dann die ganze Sammlung bzw. sein Grundstück verliert und deswegen möchte gern warten, bis ich rüberkomme mit der französischen Dame, dass wir uns das dann gemeinsam anschauen. Hier ein kleiner Auszug von verschiedenen Masken und einige der für mich interessantest aussehenden Figuren und Darstellungen. Auch dieser Schädel. Und vor allem immer die Darstellung ähnlich der ägyptischen Mumien, die Armhaltungen. Dann diese Maske. Und immer wieder komplett anders aussehende Köpfe. Er sitzt in der Kuppel, Flugobjekt. Diese waren auch bei den ersten Fotos dabei. Also auch für mich der erste Eindruck, Fälschungen, das gibt es nicht. So perfekte Darstellungen gibt es nicht. Auch hier wieder die linke Hand. Dann hier komplett anders Darstellung wieder. Hunderte, das ist mein Lieblingsobjekt, weil man hier genau sieht, das Glas, dahinter der Kopf, aber wieder mit ganz großen Augen, hier ein Flugobjekt, drum die Garantie, noch ein, zwei Untersuchungen, dass man dann tatsächlich die Fakten auf den Tisch legen kann bei Angriffen und bestätigen kann, dass die Objekte echt sind. Eine der mexikanischen Sammlungen hat bereits in Deutschland und Russland Untersuchungen machen lassen, die auch auf die Originalität hinweisen, richtig? Bitte? Ah, nicht? Oh ja, eine Sammlung, ich muss nachschauen, welche, hat zwei Untersuchungen machen lassen, eine wurde in Deutschland gemacht und eine wurde in Russland gemacht. Auch schon, das ist aber nicht diese Sammlung, da kommen erst die Bilder. Dann hier. Das könnte eine Darstellung aus irgendeinem Science-Fiction-Film sein. Ne? In einer Art Sarg, quasi
ins Universum fliegen. Hier auch wieder linke Arm. Dann verschiedene Masken, Vorderseite und Rückseite. Dann aber interessant, Sarkophag, das ist der Deckel des Sarkophages. Und das ist das Innere. Und an der Seite wiederum diese Darstellung. Das ist eine der Masken, die untersucht wurden. Das heißt, eine Steinmaske und aufgeklebt mit organischem Material verschiedene Halbedelsteine. Eine weitere Maske. Das ist jetzt eine andere Sammlung mit Darstellung von Schriftzeichen auch. Und wenn Sie die Schriftzeichen anschauen, bei einigen ist eine große Ähnlichkeit mit Kornkreisdarstellungen. Alles unbekannte Schriftzeichen, aber wie gesagt, einige haben tatsächlich eine sehr, sehr große Ähnlichkeit mit Kornkreisdarstellungen. Und auch hier Sarkophagdarstellungen. Und dieselbe Armhaltung wie die meisten der Pharaonengräber. Also man kann wenig eigentlich dazu erklären, sondern nur, es ist, und diese Naturvölker sagen einfach, na, wir haben schon seit langem auch solche Objekte. Ne? Und das war eben der Positiv-Erfolg auf den Negativen. Also hat immer einen Vorteil, jeder Nachteil einen Vorteil. Und das sind jetzt Sachen, die in der Nähe von Acambaro gefunden wurden. Das ist der Ort, wo die Dinosaurier ausgestellt sind, also Dinosaurier und Mensch. Diese Bilder hat mir der Direktor vom Acambaro Museum zugeschickt. Und er sagt, bei Straßenarbeiten wurden jetzt viele, viele Objekte gefunden und er selbst hat zwei über 25 Kilo schwere Objekte aus Jade. Natürlich warten Sie alle, bis sie rüberkommt, dass ich mir die Sachen im Original anschauen kann. Würde ich sehr gerne machen, aber im Moment gibt es eben eine andere Priorität. Vielleicht, dass ich es im Herbst schaffe, auf eine Woche, 14 Tage hinüberzufliegen, das weiß ich aber noch nicht. Und das Schlimme ist eben, dass leider, dass diese Objekte jetzt populär werden, dass jetzt schon einige versuchen, die Objekte zu verkaufen, was ich nicht wirklich für eine gute Idee halte. Dass solche Objekte leicht aus Mexiko rauszubringen sind, da besteht überhaupt kein Zweifel. Warum? Weil wenn mich der Zoll mit sowas stoppen würde und er würde sehen UFO und Aliens, dann würde er automatisch sagen, ist okay, ist ein Souvenir. Und das ist jetzt eine weitere Sammlung. Das sind solche Darstellungen. Das sind jetzt alles dunkle, grüne Jadeobjekte. Oder hier. Das ist eine andere Sammlung. Dann dieser Schädel. Und viele weitere Schädel aus Jade. Dann ein neuer Fund. Hier, Jade wieder.
So, und das sind jetzt Bilder, die habe ich erst vor kurzem erhalten. Das ist ein Schädel, der aus der 3000 Objektsammlung stammt. Interessantes Objekt auf jeden Fall, denn das ist die Schädelrückseite. Und das ist für mich wirklich interessant. Sieht aus wie ein Auge und Stufen. Und wenn Sie sich erinnern, die kleine Pyramide aus Ecuador mit dem eingelegten Auge, 13 Stufen, auch hier vor allem interessant wird die Untersuchung, wie das hier verändert wurde, das Material, dass es wirklich so ausschaut. Also das ist ein Objekt aus der 3000 Objektsammlung und auch dieser Schädel, Kristallschädel, der hohl ist. Also mir ist nur, zwei Schädel sind mir bekannt aus Tibet, die auch hohl sind, aber der Schädel ist aus der mexikanischen Sammlung, wo die 3000 Objekte gefunden wurden. Und darum wird es interessant, was in den beiden anderen Höhlen noch vorhanden ist. Das ist der Schädel, der bei mir zu Hause steht. Ich wollte ihn eigentlich heute mitnehmen. Den hat mir Nassim Haramein gebracht bei einer Konferenz in Deutschland. Und zwar hat er mir erzählt, dass dieser Schädel jedem der Vorgänger ein großes Unglück beschert hat. Jeder, der ihn gekauft hat. Und der letzte Käufer war ein junger Bursche, der wollte heiraten und einen Monat, nachdem er den Schädel gekauft hat, ist ihm die Verlobte verstorben, worauf er dann bei einem Treffen mit Nassim ihm den Schädel übergeben hat. Nassim hat ihn mir dann übergeben, dann habe ich gesagt, Nassim, ich will ihn nicht besitzen, ich bewahre ihn und wenn wir feststellen, wohin er gehört und ich vermute wirklich, dass er von einem Grabraub stammt, dann bringen wir ihn wieder hin. Er steht bei mir zu Hause. Ich habe einen Freund, der ist einer der drei europäischen Zen-Oberpriester, also irrsinnig feinfühlend. Der war bei mir auf Besuch. Dann hat er nervös mit dem Fuß Nackeln angefangen. Dann habe ich mir gedacht, heute ist er ein bisschen nervös. Ne? Und auf einmal sagt er zu mir, Klaus, was hast denn du im Raum? Was hast denn du in dein Haus? Sag ich, was soll ich in mein Haus haben? Sagt er, du hast etwas mit einer wahnsinnigen Energie. Sag ich, ich habe nichts mit einer Energie. Sagt er, du musst es ja haben, ich spür's ja. Denke ich mir, was meint er jetzt? Ah, vielleicht der Schädel. Dann bin ich hoch, hab den Schädel aus dem Schlafzimmer geholt. Der steht nämlich genau vis-à-vis von meinem Bett und schaut zu mir her. Und wie ich aus dem Schlafzimmer rausgehe, hat er mich noch nicht gesehen, weil ja die Treppen davor sind. Sagt er, das ist es, ich spür's ja schon. Dann habe ich den Schädel runtergebracht, habe ihn auf den Tisch gestellt, ist er gleich zurückgefahren und hat gesagt, bist du narrisch, hat der Energie. Sagt er, hast du den im Haus? Sag ich, ja, der steht bei mir im Schlafzimmer, warum? Sagt er, ich könnte keine Sekunde schlafen, bei der Energie. Sag ich schlaf gut. Und mir hat er nicht Pech gebracht, sondern im Gegenteil, mir hat er Glück gebracht. Und ich habe ihn mitgehabt in Paris bei einer Konferenz und da war Humbert Smain, einer der größten Maya Elders. Und dann hat mich am Abend die Veranstalterin gebeten, ob ich dem Humbert Smain den Schädel zeigen kann. Den habe ich dann aus dem Zimmer runtergeholt, habe ihn hingestellt auf den Tisch. Da ist der Humbert Smain wirklich sofort zurückgegangen. Dann hat er sein Band aus dem Haar runtergeholt, hat es vorhin gelegt und dann hat er meditiert und dann hat er mal gesagt, das ist einer der wichtigsten Schädel überhaupt und er ist sicher älter als 10.000 Jahre. Auf der Schädeloberfläche ist eingraviert Quetzalcoatl. Und ich muss sagen, seit er bei mir ist, habe ich eigentlich vorher laufend Pech gehabt und jetzt geht es gut. Und eine wirklich tolle Frau, die wirklich tolle Fähigkeiten hat, die hat mir gesagt, er möchte gerne reisen. Nur ich traue mir nicht mit auf die Philippinen nehmen. Aber ich habe ihn mitgehabt bei einer Konferenz vor 3,5 Jahren in Japan, wobei ich mir lange überlegt habe, ob ich mitnehme, weil ich habe
über 25 Jahre mit Japan zusammengearbeitet und ich weiß, wie streng der japanische Zoll ist. Da ist unser Zoll ja human. Und da haben wir gedacht, reinbringen ist ja kein Problem, aber rausbringen, da habe ich ein Problem. Und da hat eben diese Frau zu mir gesagt, nein, da brauchst du keine Bedenken haben, er schützt sich selber. Da haben wir gedacht, dein Wort in Gottes Ohr, dann nimm ihn halt mit. Bei der Einfuhr überhaupt kein Problem. Bei der Ausfuhr am Flughafen in Osaka durch den Scanner, Bums, da war ich schon mit der Tasche am Tisch und 4, 5 Leute um mich herum, was da drinnen ist. Ich habe gesagt, ich pack's aus, habe den Kopf herausgeholt, dann alle geschaut, telefoniert. Dann habe ich mir gedacht, jetzt geht's los, jetzt kommt der Chef. Ist der Chef gekommen, streng und Ding. Habe ich mir gedacht, bravo, ich hab's ja gewusst. Dann habe ich mir gedacht, ich zeige ihm das Prospekt des Veranstalters, damit er mal sieht, dass das ja angekündigt wurde. Habe ihm das Prospekt gegeben. Er schaut, dann sagt er, Sie haben einen Vortrag in Osaka gehabt, sage ich, ja, vor 2 Tagen. Sagt er, hier haben Sie meine Namenskarte, wenn Sie wieder einen Vortrag machen, bitte rufen Sie mich an, dreht sich um und sagt zu seinen Leuten, ist okay. Ich habe den Kopf einpackt und habe mitgenommen und habe gedacht, sie hat recht gehabt, er schützt sich selber. Wirklich. Also da ist mir schon der Schweiß auf der Stirn gestanden. Da habe ich mir gedacht, jetzt haben sie es mir, weil... Wenn du etwas einführst, musst du Einfuhrgenehmigung haben, sonst darfst du es nicht mehr ausführen. Da habe ich mir gedacht, jetzt habe ich das Problem. Aber Gott sei Dank, er schützt sich selber. So, dann dieser Schädel war im letzten Zugtransport von Berlin nach Prag und wurde in Bayern in der Nähe einer Ortschaft, die auch Prag heißt, bombardiert. In der Transportliste, ich habe eine Kopie davon, ist dieser Schädel erwähnt und der Besitzer Reichsführer Heinrich Himmler. Auf der Liste, es waren Goldobjekte aus Ägypten, Originaldokumente der Templer, Originaldokumente der Katarer, Goldbahn, Silberbahn, Edelsteine etc. etc. Dieser Schädel war in einer Lederkiste, in der Lederkiste eine Holzkiste, und in der Holzkiste selbst ausgepolstert war dieser Schädel. Er befindet sich heute in der Nähe von Wien bei einem Freund. Und wir haben ihn, das war, der Dr. Distelberger hat den Schädel, ich glaube es war 4 Wochen bevor er, leider, damals war er schon schwer krank, aber er hat mir den Gefallen als Freund getan und hat dem damaligen Besucher die Untersuchung des Schädels gemacht, er hat ihn lang angeschaut. Er hat gesagt, es ist kein südamerikanischer Bergkristall, sondern europäische Alpen und geht Jahrhunderte zurück. Und weil man ja weiß, dass Otto Rahn ist auf der Lederkiste gestanden, Otto Rahn. Otto Rahn war ja SS-Archäologe und hat für die SS in Rennes-le-Château, Saint-Michel und überall nach den Katharern und Tempelrittern geforscht. Und ich vermute, dass er von dort eben diesen Schädel nach Deutschland gebracht hat. Dann einige Schädel, weil ich glaube, jetzt bin ich schon an der Zeit, einige Schädel noch, die 2001 in der Ausstellung in Wien waren. Alle Schädel wurden von Dr. Distelberger untersucht und als handbearbeitet und alt zugeordnet. Besitzerin Joke van Dieten, eine Holländerin. Zudem noch eine kurze Aussage. Da war in der Ausstellung in Interlaken war eine russische Schamanin, Nina, eine wirklich traumhafte Schamanin, tolles Wissen. Die hat mich gebeten, ob sie nach 21 Uhr nach Schließung mit mir durch die Ausstellung gehen darf. Und dann erklärt sie mir einige Objekte. Und Sie wissen, dass man auf einer Ausstellungserklärung nicht einen Roman schreiben kann, sondern in Kurzform
die wichtigsten Fakten und sie hat mir tatsächlich zu vielen Objekten Sachen gesagt, die ich noch nicht wusste, aber auch Sachen, die ich wusste, die aber nicht in der Erklärung erwähnt waren. Und genau bei den Riesenknochen ist sie zurückgegangen und hat mir gesagt, das war ein überdimensionaler Mensch. Also auch sie meinte, dass die Knochen menschlicher Art waren. Dann ist sie vor den Kristallschädeln in Meditation gegangen, hat dann in einer Sprache gesprochen, die ich überhaupt noch nie gehört habe, hat dann in Russisch der Dolmetscherin erklärt, dass sie von diesem Schädel aus Jade, aus der Mongolei, zwei Informationen erhalten hat. Die erste betrifft mich, das war im November 2004, die erste betrifft mich. Ich werde in der Zukunft noch viele, viele Sachen aus der Erde graben. Ich soll aber die Erde immer in einem guten Zustand hinterlassen. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich nicht einmal den kleinsten Gedanken an irgendwelche Ausgrabungen gehabt und habe mir gedacht, also die Information kann nicht stimmen. Was ich heute mache, das sind Ausgrabungen. Die zweite Information war, in einigen Tagen wird eine große Welle hunderttausende Menschen töten. Und am 26. Dezember war der große Tsunami in Südostasien. Also, man sagt immer, Schädel haben Informationen. Ich habe noch keine bekommen. Ich schaue ihn oft an und denke mir, vielleicht gibt er mir mal eine Information. Aber solange man beschützt, reicht es auch. Dann ein Schädel aus Peru, aus der Ukraine. Und dieser Schädel war im Zusammenhang mit Assisi. Ja. Und dann der Rodin und links und rechts jeweils ecuadorianische Denker. Und das ist eigentlich, ich habe nur gesagt, im Vortrag, was ich glaube oder was ich denke oder was ich annehme. Aber jeder muss sich selber über diese Objekte seine Gedanken machen und vielleicht kommt die eine oder andere Idee oder Information oder so weiter. Ich hoffe, dass ich Sie nicht gelangweilt habe. Herzlichen Dank. Jetzt bin ich nicht mehr müde. Ja, das hat man gemerkt, ja. Ja, danke, Klaus. Gern geschehen. Ja, wenn ich so in die Gesichter sehe, es ist schon sehr viel Zeit vergangen. Es war ziemlich viel los. Wir hätten noch geplant gehabt, eine kurze Frage. Warum gehst du schon runter? Ach so, an mich? Naja. Ah ja, freilich. Jetzt bin ich munter. Jetzt bin ich munter, ne? Das war der Nur kurz zum Ablauf. Halt es noch ein bisschen durch. Ich weiß, es ist schon für mich auch ein bisschen K.O., aber wenn es noch Fragen gibt, würden wir noch ein paar Fragen machen. Wir werden noch schnell alle Referenten auf die Bühne holen. Noch ein paar abschließende Worte. Ich hoffe, das ist okay für euch. Passt das? Oder fallt schon alle vom Stuhl? Danke, danke. Gibt es Fragen an den Klaus? Ein paar Fragen an den Klaus. Habt ihr irgendwas? Traut euch. Eine sehe ich. Hat man mal versucht, die Schädel zusammenzubringen und dann vielleicht so, dass die Schädel mal, also zumindest weitestgehend mal zusammengebracht wurden und ob die miteinander auch kommunizieren? Also ob es da irgendwie ein Channeling gibt ob oder. Die Schädel miteinander kommunizieren? Ja. Das kann ich nicht sagen. Hm. Also. Sollte ich in den nächsten Jahren, und ich plane es auf jeden Fall, wieder eine Ausstellung in Wien machen, im Moment habe ich keine Zeit dazu, aber planen tue ich trotzdem. Sollte ich diese Ausstellung machen, können Sie sicher sein, dass 13 Schädel, alte Schädel anwesend sein werden. Darunter auch der bei mir zu Hause ist, der wird im Zentrum sein und dann werden wir schauen, was passiert.
Wer den Schädel übrigens nicht kennt, wir haben auf dem YouTube-Kanal, auf Tom Who Knows, wir haben ein super tolles, gemütliches Interview geführt. Schaut, ich hätte mitbringen sollen, weil hier sind sicherlich einige Leute, die sehr gut fühlen können. Vielleicht hätte er ihnen gesagt, wohin er kehrt. Oh ja, oh ja. Ja, wer weiß, wer weiß. Ja. Wer den Schädel sehen will, wie gesagt, Tom Who Knows, Klaus Dohner, ihr seht es dann im Interview, ihr haltet ihn auch in die Kamera. Das Witzige war, wir haben echt ein paar Leute geschrieben, in dem Moment, wo ich ihn quasi so nah an die Kamera gehalten habe, das war so ein wow. Ja, ja. Also, scheinbar, aber ich spüre das nicht. Er lacht mich immer an, wenn ich schlafen gehe. Sag ich gute Nacht. Gibt's. Ja. Test. Geht's? Ja. Wie schaut's aus mit den. Hört man mich? Ein bisschen lauter, wenn es geht. Lauter. Ein bisschen okay. Lauter, weil ich bin viel ja. Unter der Erde und jetzt bin ich ein bisschen okay, derisch. Okay, ja. Wie schaut es mit den Osterinseln aus? Wurden da jetzt Gräber gefunden mit dieser Satellitentechnologie von Ihrem Freund aus Deutschland, oder bin ich falsch informiert? Ja, die Problematik ist, wir wissen, dass die Sachen dort sind. Sehr geil. Aber finden Sie den richtigen Archäologen, der Ihnen glaubt und dann die erste Grabung macht. Dann geht es auch über die Finanzierung. Und wenn wir wirklich einmal die Chance haben, dass jemand dort Grabung macht, also archäologische Grabung. Sie wissen, dass man ja jetzt Fotos, Darstellungen sieht, dass die Moais eigentlich nur einen Teil darstellen und dass der Körper ja viele Meter unter die Erde geht. Und wir haben festgestellt, dass mehrere Meter, also zwischen 5 und 8 Meter Tiefe, dass es dort Gräber gibt, weil Knochen vorhanden sind und weil Edelsteine vorhanden sind und weil Edelmetalle vorhanden sind, muss es ja um Gräber handeln, und zwar immer in einem bestimmten Abstand hinter den Moais. Einige der Moais sind ja verschoben worden oder auf andere Plätze gebracht worden, aber dort, wo die Original noch stehen, also quasi wo man nur einen Teil davon über der Erde sieht, dort müsste man einige Meter dahinter Probegrabung machen, auf mehrere Meter Tiefe. Das wäre eine Sensation auf jeden Fall, vor allem, weil ja der Thor Heyerdahl, der die erste offizielle wissenschaftliche Untersuchung auf den Osterinseln, ich glaube es war 1956, in seinem Buch beschreibt, wie er mit den Elders dort praktisch näheren Kontakt bekommen hat, haben die ihm erzählt, dass ihre Ahnen die Ahnenüberlieferungen aussagten, dass in der Vergangenheit hier die Könige begraben wurden. Welche Könige? Wenn man jetzt denkt, die Forschungen von Churchward und anderen, dass es im Pazifischen Ozean einen Kontinent gegeben hat, den sogenannten Kontinent Mu, und dass nur die höchsten Inseln oder die höchsten Gegenden quasi überlebt haben. Und da gibt es ja viele Verbindungspunkte zwischen den einzelnen Inseln. Dann wäre es verständlich, dass das ein wirklich spiritueller Platz war, weil es dort Vulkane gibt, weil es ja höher gelegen haben muss. Und warum dort die Moais eben stehen, dass dort wirklich Könige begraben wurden, weil ansonsten hätten ja diese Könige von Südamerika, wo Goldvorkommen, wo Silbervorkommen, wo Edelsteinvorkommen sind, hätten die ja praktisch mehrere tausend Kilometer damals mit welchen Schiffen auf die Insel gebracht werden müssen. Also eine Ausgrabung dort wäre sicherlich eine archäologische Sensation der ersten Kategorie. Danke. Gibt es noch eine Frage? Eine da hinten und dann vorne. Darf ich? Ja, passt. Ja, okay. Danke. Der linke Arm hat mich an die Sixtinische Kapelle erinnert. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht in einen Kontext bringen. Ist nur ganz interessant. Der linke Arm nach oben. Die nächste Frage war, wegen der Sarkophage, waren die gefüllt? Ja. Die Sarkophage. Also diese abgezeichnet. Von den Modellen? Genau, ja. Waren die? Die waren gefüllt. Haben Sie da auch Da waren Figuren drinnen. Da waren Figuren drin? Ja. Okay, und wie sieht es mit der Chromkugel aus? Für mich als Techniker ist insofern interessant, gibt es da eine Möglichkeit, die Struktur von der Chromkugel, also die,
die Kristallstruktur, die ist wenn ja auch relevant. Wenn ich die Ausstellung wieder mache, kann ich garantieren, dass diese Figur dabei sein wird. Und dann kann man einige Tage vorher kann man schon Untersuchung machen. Wäre auch für mich interessant. Ja, ich bleibe an Ihnen dran, keine Angst. Danke auf jeden Fall. Ich auch. Ich bitte darum. Danke. Da vorne war noch eine Frage. Und das alle hören. Wollten Sie nicht noch etwas zu der Handhaltung sagen? Nein. Nicht? Okay. Keine Ahnung. Ich sage nur, ich bin froh, dass es die linke ist. Ja, ja, ist weil klar. Die rechte darf man ja nicht. Mich hat sie erinnert an eine ägyptische Göttinnendarstellung, die auch so macht. Ja? Ja, gibt es eine. Ah, danke für die Information, das ist interessant. Nein, ich sage ja immer wieder, da ist es Ägypten, da ist es Mexiko, immer wieder diese Verbindungen. Ja. Ne? Und noch, was wer herausfinden könnte, was es mit dem Schädel auf sich hat. Ja? Die Karin Dark ist ein Transmedium, die hat einen... Ist nicht so. Okay. Okay, gut. Was war das für eine Frage jetzt? Nix, das war nicht so. Das fiel unter Fake offensichtlich. Ah, okay. Ich glaube, da gibt es bessere. Okay. Sagt man thematisch nichts, aber... Gut. Denn ich glaube, die Karin Dahl, die hat auch, die schwärmt, dass dieser Schädel Mitchell Hedges und so wunderbar und Ende 19. Jahrhundert, Ida Oberstein, glauben Sie mir das. Darum, wenn jemand so kommt, dann sage ich immer vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Denn es wurde auch behauptet, dass dieser Schädel niemals nachzumachen ist. Das müssen Aliens gewesen sein. Quatsch. BBC hat den besten chinesischen Kristallexperten gebeten, ein 1:1 Kopie anzufertigen aus einem Block Kristall. Und der hat das gemacht mit abnehmbaren Kiefer. Also Schwachsinn, dass der Schädel niemals machbar ist. Und Dr. Distelberger war wirklich weltweit der Experte für Edelsteinbearbeitungen. Ich kann dazu nur sagen, der hat 1984 publik gemacht, dass er vermutet, dass viele der Gemmen der kleinen Kunstwerke, antiken Kunstwerken, Fälschungen eines französischen Juweliers sind aus dem Ende 19. Jahrhundert. Da wurde er von den Experten weltweit betoniert. Dann hat er sich privat Urlaub genommen, ist 2 Wochen nach Paris und hat dort alle alten Goldschmiedfamilien besucht. Und bei einer Familie, die haben ihm gesagt, die Besitzer, ja, wir haben noch Modelle von unserem Urgroßvater. Er kann sie auspacken, aber muss sie alle wieder einpacken. Und er hat bei diesen Modellen alle, die von ihm quasi als nicht original antike Gemmen publizierten Objekte, hat er dort die Formen gefunden. Er war wirklich der Experte und er hat den Schädel 1904 oder 85 war Mitchell Hedges in Wien. Er hat den Schädel untersucht und er war ein sehr höflicher Mensch, ein sehr liebenswerter Mensch. Er hätte nie gesagt, das ist eine neuzeitliche Fälschung, sondern er hat gesagt, meiner Meinung nach ist dieser Schädel anhand der Bearbeitungsspuren und so weiter in Ida Oberstein, das ist ja der Ort, wo die besten Edelsteinbearbeitungsfirmen sind, die machen ihnen aus Edelsteinen große Schalen und was der Kuckuck was. Und hat gesagt, Ende 19. Jahrhundert Ida Oberstein. Und drum, wenn mir jemand sagt, er ist Experte und der Mitchell Hedges Schädel ist wow, der Kristallschädel selbst kann Fähigkeiten haben. Das heißt aber nicht, dass er tatsächlich alt ist. Auch ein neuer Kristall kann Fähigkeiten haben. Das sieht man ja an der Forschung, dass man jetzt Microchips macht aus Kristall, die um ein gigantisches mehr Speichervermögen haben, als wie jede Technologie, die es bis heute gibt. Dazu noch, was Informationen anbelangt, da gibt es einen Test, der in Deutschland, in Bayern gemacht wurde, von dem Schädel, der im Besitz von Himmler war. Und da waren mein Freund und 2 weitere Techniker dabei, die haben mit
mit Ton und mit Licht an dem Schädel gearbeitet. Und mein Freund hat mir gesagt, wenn nicht zwei Freunde dabei gewesen wären, hätte er geglaubt, jetzt wird er verrückt, weil er sagt, dass wie ein Hologramm verschiedene Sachen aus dem Schädel rauskommen sind. Und zum Schluss hat er dann an der Decke Schriftzeichen gesehen und die kommen von Zeit zu Zeit immer wieder, dann kriegt er irrsinnige Kopfschmerzen. Also es gibt schon Informationen aus Schädel, das sieht man auch am mongolischen Schädel. Woher kommt aus dem mongolischen Schädel zwei Informationen, vor allem die Information, dass eine Katastrophe passieren wird. Das heißt aber nicht, dass der Schädel tatsächlich Millionen Jahre alt ist und 100%, das können nur Aliens gebracht haben. Drum habe ich mich lange geweigert, Aliens oder solche Sachen überhaupt in den Mund zu nehmen, weil ich bin immer noch der Überzeugung, dass Hochtechnologie von Hochzivilisationen, die hier auf der Erde gelebt haben, existiert haben. Danke dir, Klaus.